willkommen zu einem sehr gehypten Game, und zwar Dredge. Ich habe es vor Release schon im PlayStation Store gesehen und mir auf die Wunschliste geklatscht und habe von Kollegen nur Gutes gehört. Dredge ist ein Game, in dem wir einen Fischersmann spielen. Und Dredge heißt so viel wie Graben, hat meine Community mir gesagt, die euch gerade im Livestream herzlichst begrüßt. Das Herz allerliebst, was sie da gerade reinschreiben. Falls ihr auch mal Bock habt, live dabei zu sein, dann kommt gern auf www.twitch.tv/nu-live. Würde mich sehr freuen. Und wir gehen jetzt mal rein in dieses wunderbare Game und gucken mal, was uns da so erwartet. Ich bin bereit. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Über ein Abo. Wir haben fast die 500.000 Abos auf dem Zweitkanal. Ihr seid insane. Vielen, vielen Dank. Und let's go. Tiefen ausloten. Süß. Stellenausschreibung. Angler gesucht. Das bin ich jeden Morgen. Und gekentert. Obwohl ein Leuchtturm da war, den er nicht gesehen hat, weil es auf einmal so bewölkt war. Das Morgenlicht blendet dich und du versuchst dich aufzurichten. Du liegst auf dem kalten, nassen Dock, wo du in der Nacht zuvor zusammengebrochen bist. Ein kleiner Mann bellt einer Handvoll Arbeiter, die in der Nähe gerade von Bord eines Bootes gehen, Befehle zu. Der Mann bemerkt dich. Willkommen in Großmark. Ich muss schon sagen, dein erster Auftritt war ganz schön dramatisch. Du hast also bereits Bekanntschaft mit den verklüfteten Felsen entlang der Bucht gemacht. Hast du den Leuchtturm nicht gesehen? Er hat dich direkt angestrahlt, aber egal. Ich freue mich, dass unser neuer Fischer noch am Leben ist. Dein Boot war total demoliert, aber ich habe deine Sachen auf eines unserer alten Boote schaffen lassen. Aber ihn lässt er liegen, ne? Wir sehen uns später, dann können wir die Einzelheiten besprechen. Ob das nicht Absicht war? Ich werde dich zum Fischen rausschicken. Mal sehen, ob du den Frachtraum voll bekommst und dich orientieren kannst. Und zuletzt will ich dich noch daran erinnern, bei Sonnenuntergang zurückzukehren, bevor der Nebel aufzieht. Vergiss die Zeit nicht, sonst wird es unangenehm. Oh, nice. Okay. Ablegen. So, fahre vorwärts. Ach, muss ich jetzt schon fahren? Ach, ich muss jetzt schon fischern. Ist ja voll der Druck. Ernsthaft? Okay. Dreh die Kamera, passe die Höhe an. Ah, hier ist was. Hier ist diese Fischis. So, süß. Fische starten, einholen. Bam, bam, bam. Oh, ich habe eine blaue Makrele. Abdaten der Enzyklopädie hinzufügen. Okay, platzieren. Ist ja wie bei Resident Evil. Ist ja wie bei Resi, geil. Okay, kann ich noch mehr? Ich hol die mal ein, ich muss ja fischern, ne? Und ich glaube, dass hier wir diesen Unfall nur hatten. Also Henno hat das Spiel auch schon gespielt, der hat dazu geschrieben, das beste Spiel des Jahres. Deswegen ich natürlich sehr gespannt bin. Und der Bestand hier ist sehr niedrig. Vielleicht sollte ich deswegen mal ein bisschen weiter fischern gehen. Oh, die Zeit vergeht echt schnell. Also, Community. Oder liebe Knus. Hier, ach, die kann ich noch nicht. Flachwasser. Ihr müsst mir auf jeden Fall sagen. Kajüte. Missionen. Ah, okay, geht's Missionen. Fange Fisch für den Tag. Okay. Ganz wichtig, ihr müsst mir bitte auch sagen, wenn die Zeit gegen Ende naht, ja? Weil ich achte auf sowas meistens nicht. Gerade wenn es um Loot geht. Oh, das ist aber schwer, den einzufangen. Oh Gott. Oh, my life be like. Okay, nochmal. Juhu! Ich geh mal ein bisschen weiter. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Das Spiel hat mein Bruder gespielt. Süß! Das kann ich noch nicht. Jetzt aber noch eine ganze Menge.
Okay, wir gehen mal hier hin. Fischen. Und let's go. Okay, hab ich. Ach so, ist wieder die gleiche. Okay. Wie viel Zeit läuft nun weiter, wenn du in Bewegung bist, fischst oder bestimmte Aktionen ausführst? Das war also nur eine Art Tutorial. Okay, habe ich jetzt eigentlich schon genug Fische oder ab wann weiß ich, dass ich genug habe? Schaffe ich das noch, hier rauszuschwimmen? Ich glaube fast nicht, gell? Oh Gott. Ich bin ja gerade mal hier bis hierhin gefischt. Okay, let's go. Wir nehmen nochmal eins. Oh, verdammt. Zwei. Bam, bam, bam. Ist ja wie... Okay, Fischdamm erschöpft. Ich darf jetzt nicht weiter davon fischen. Das ist ja wie bei, bei Dead by Daylight. Okay, es wird Nebel. Ich muss zurück. Es muss zurück. Ich muss zurück. Oh Gott. Oh Gott, ganz knapp. Oh. Okay. Wähle deine Scheinwerfer, indem du L1 drückst. Gedrückt hältst. Ah, okay. Mit Viereck solltest du sie an- und ausmachen. Sie verbessern die Sicht. Okay. Ach, süß. Oh, das ist ja voll lieb. Süß. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. So. Anlegen. Süß. Du gehst in Großmark an Land. Der Bürgermeister wartet in der Nähe. Ah, ich sehe, du bist wohlbehalten zurückgekehrt. Sehr gut. Bevor du in die Stadt gehst, sollten wir noch über dein Boot sprechen. Wie ich schon sagte, war dein altes Boot zu stark beschädigt, um es noch zu reparieren. Ich würde dir aber sehr gern dieses Ersatzboot veräußern. Es könnte bald dir gehören. Ich nehme an, dass es dir im Moment am nötigen Kleingeld fehlt. Also gebe ich dir ein Darlehen. Doch ich will es dir leicht machen. Bis deine Schulden getilgt ist, wird ein winziger Teil deines Fischfangeinnahmen oder ein winziger Teil deiner Fischfangeinnahmen der Schuldenbegleichung dienen. Und ein kleiner Teil der Zinsen wird in Stadtverschönungsmaßnahmen investiert. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen. Du verkaufst Fische auf dem Markt, um deine Schulden abzustottern und die Bevölkerung somit Nahrung versorgt. Kapiert? Frage ich mich nicht eigentlich, wo ich herkomme und möchte nach Hause? Also wenn ich jetzt Fischer und ich komme aus Sturge, ich komme aus Stuttgart und dann gehe ich fischern und dann lande ich in Berlin und dann sagen die, also ist jetzt nicht möglich, aber sagen wir mal, da gäbe es ein Meer und ich lande in Berlin, die sagen, du bleibst jetzt hier. Dann würde ich sagen, ich will doch nach Hause. Der Fischverkauf hilft der Stadt und begleicht meine Schulden. Verstanden. Wo kann ich den Fisch verkaufen? Also los jetzt und verkauf deinen Fisch, solange er noch frisch ist. Okay, da vorne kann ich's. Mein Lager? Fischhändler. Du betrittst eine schäbige Hütte am Rand des Marktplatzes. Der allgegenwärtige Geruch von Fisch erfüllt die Luft. Fliegen umschwirren einen melancholischen wirkenden Mann, der hinter dem Tresen steht. Du bist also der neue Fischer, was? Überrascht mich, dass man so schnell einen Ersatz gefunden hat. Was ist denn mit den anderen passiert, ist eine sehr gute Frage. Hier draußen braucht es einen bestimmten Menschenschlag. Das Leben hier ist nicht für jeden was. Kommen wir zum Geschäft. Ich bezahle dich für Fisch. Je größer und frischer, desto mehr Geld gibt es. Auch sind manche Arten wertvoller als andere. Andere Städte auf anderen Inseln bezahlen dir vielleicht mehr. Aber da du hier noch Schulden hast, schlage ich vor, dass du die erst einmal abzahlst. Also lass mal sehen. Was hast du da? Okay, ich gebe ihm mal das. Yes, den nehme ich. Den kriegst du. Kann ich den auch verkaufen? Ins Lager drehen. Ah, genau. Verkaufen. 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 Ih, wie eklig sich das anhört. Ja, passt doch. So, pfui Teufel. Der Bürgermeister steht vor dem Geschäft des Fischhändlers. Hervorragende Arbeit. Ich habe keine Zweifel daran, dass du dieser Stadt von Nutzen sein wirst. Sieh mal, das habe ich unten bei den Docks gefunden. Ich bin sicher, jemand wie du weiß, was man damit anfängt. Was ist denn das? Forschungsteil. Ah, bestimmt kann ich mein Bötchen dann damit pimpen. Oh, noch eine Sache. Unsere Schiffsbauerin erwähnte, dass sie an deinem Boot einige vorteilhafte Umbauten vernehmen könnte. Schau doch mal bei ihr vorbei. Ich kann euch nur eins sagen, Leute. Ich freue mich so auf das neue Zelda. Ich habe mir extra schon 3 Tage geblockt, weil wir das komplett durchgrinden. Okay, let's go. Schiffsbauerin. Als du die Werft betrittst, siehst du die Schiffsbauerin, die gerade einen kaputten Rumpf repariert. Sieht kurz zu dir hoch und wendet sich dann wieder ihrer Arbeit zu. Du musst der neue Fischer sein. Ich kann an deinem Boot in der Werft einige Umbauten vornehmen. Allerdings mache ich das nicht aus Nächstenliebe. Bezahlt wird im Voraus und jede dieser Arbeiten benötigt Zeit.
Und sollte es Schäden am Boot geben, wegen der Felsen oder warum auch immer, ich kann das wieder flicken. Meistens. Sie zuckt mit den Schultern und weist auf den Rumpf, den sie gerade repariert. Etliche der Planken sind zersplittert und zerkratzt, obwohl sie weit über der Wasserlinie liegen. Sieh dich ruhig um, aber denk dran, je größer das Ausrüstungsteil, desto länger dauert der Einbau. Also wähl sorgfältig. Okay, also ich habe jetzt ja eigentlich schon... Das kann ich mir eh nicht kaufen. Und hier einfacher Skimmer habe ich eigentlich doch schon, oder? Mal gucken, was kann in meiner so... Einbaudauer 2 Stunden. Ach, den kann sie einbauen. Oder ich kann die reparieren lassen. Was haben wir denn hier? Motor, damit er schneller fährt. Hellere Lampen. Also ich glaube, wir haben gerade fast nichts Cash. Soll ich den hier nehmen? Einsatzfähig. 2 Stunden. Eine leichte Angelrute, geeignet, um Fische in flachen Gewässern zu fangen. Ah, das konnte ich vorhin nicht, gell? Das konnte ich nämlich vorhin nicht. Was gibt's denn hier? Mit diesen dünnen und zerbrechlichen Dingen kann man nur die kleinsten Fische fangen. Okay, ich kaufe das. Okay, dann würde ich den jetzt holen. Let's go. Yes. Einbauen. Okay, super, dann habe ich das jetzt. Mehr kann ich mir jetzt eh noch nicht leisten. Rückzahlung. Mein Lager. Aber eigentlich kann ich das jetzt ja weglegen, den hier. Den brauche ich ja nicht mehr. Oder? Zurückwerfen. Was heißt zurückwerfen? Oder muss ich den auch behalten? Kauf erstmal die blaue Angelrute, aber verkauf nicht die Stahl. Okay, nicht. Okay, sehr gut, dass du sagst. Ich lasse sie jetzt einfach mal. Ich kann jetzt schlafen. Ich kann auch forschen. Oh. Hydraulische Angelrute. Fanggeschwindigkeit. Mhm. Das ist eigentlich nicht schlecht. Fanggeschwindigkeit. Kann ich überhaupt schon was pimpen? Oh, tatsächlich. Kann ich schon. Hm. Aber jetzt nicht mehr. Okay. Kann man noch ganz schön viel... Boah, ich sag euch, Leute, wir müssen am Ende bestimmt so ein Monster angeln. Okay. Ablegen oder... Ich würde sagen, wir schlafen mal. Bis morgen, weil wir dürfen ja abends nicht raus. So, es ist hell. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ablegen. Und tuckern so ein bisschen rum, holen Fisch, verkaufen viel, um unser Bötchen zu pimpen. Weil ich glaube, umso spannendere Fische können wir fangen. Kajüte. Was gibt's denn hier so? Ah, da sehe ich quasi die Fische, wie viel die auch wert sind, wie viel die kosten. Ob man die Tag oder Nacht findet. Das ist schon übel cute. Hier lernt man ja richtig was. Oh, okay. Süß. Das Spiel ist so süß. Und entspannte Musik. Was ist das hier? Eine... Was kann ich da machen mit der Koje? Inspizieren. Eine treibende Boje. Eine Boje. Sie soll einen sicheren Weg zu gefährlichen Klippen und unsichtbaren Hindernissen weisen. Das schwache Licht schwenkt einen kurzen Moment des Trostes in der Düsternis der Nacht. Okay, wir versuchen mal, ob wir hier was holen können. Let's go. So. Ah, ich kann die jetzt auch fischen. Geil. Mich erinnert diese Quicktime-Event irgendwie an Dead by Daylight. So. Bam. 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 Okay, bam. Dann holen wir hier mal ein paar. Ich glaube, die bringen auch ordentlich Cash. Ich glaube, man darf aber die Fischbestände auch nicht zu oft fischen. Ansonsten haben wir ein Problem. Okay, wir gehen mal ein bisschen weiter raus. Bin mal mutig. Und ich bin auf jeden Fall ein großer Fan davon. Oh, ich kann einen Hai fischen. Nee, bestimmt noch nicht, oder? Nee. Ach, Mann! Ganz schön schrecklich. Du schwimmst hier raus und hast hier direkt 1000 Viecher. Fische. Also, ich leide definitiv unter einer Thalassophobie, falls du mich fragst. Ich drehe durch, wenn ich sehe, dass es irgendwie dunkel ist. Ach, das kann ich auch noch nicht holen. Schatten der Tiefe. Mal gucken, ob wir hier was holen können. Oh, das ist noch ein kleines anderes Dörfchen. Süß. Okay, dann holen wir noch ein paar Stingrays. Stingrays! Yes, ein Rochen. Boah, ganz schön riesig hier, der Kollege. Davon können wir gar nicht viele holen. Das war's auch schon. Was geht denn hier? Ist auch noch ein kleines Dörfchen. So. Ah, hier kann ich auch hin. Mein Lager, Händler.
Du betrittst ein hell erleuchtetes Geschäft. Es ist vollgestopft mit Antiquitäten. In den Regalen lagern Schmuckstücke und anderer Tand. Ein alter Mann sieht dich über den Rand seiner Brille hinweg an. Hallo, ist das... Nein, wir haben uns wohl noch nicht kennengelernt. Verzeih mir, meine Augen sind nicht mehr die besten. Ich habe mich auf Antiquitäten und Schmuck spezialisiert. Ich kaufe alle besonderen Schmuckstücke, die du mir bringst. Hast du heute vielleicht etwas Schönes für mich? Schmuck habe ich leider nicht. Sorry, bra. Ich gehe mal wieder weiter angeln. Auflegen. Okay, ich glaube, ich verstehe, warum Leute das Spiel feiern. Das ist ja übel cute. Es macht auch übel Spaß, das alles zu erkunden, neue Sachen zu fischen. Und I see. So, hier möchte ich auch nochmal rein. Ja, die sind nämlich gut. Bam, bam und bam. Mein Kabeljau, aber der passt ja, glaube ich, gar nicht ins hin. Das ist wirklich wie ein Resident Evil. Eigentlich sollte ich gut darin sein. Jetzt sagen Leute, oh, du warst doch gar nicht gut in Resident Evil. So ein richtig cozy Game. So, erstmal die Hosentasche stopfen, den Fisch. So, bam, bam. Oh Mann, ich bin so schlecht. Zum Glück ist es kein DBD. So. Ich glaube, ich bin happy. Ich fahr, oh, es ist 18 Uhr. Oh, oh. Kann ich irgendwie einen Booster machen? Kajüte. Ah, da kann ich mir einfach den... Oh, oh, es wird dunkel. Das sind kleine, süße... Oh nein, ich will noch Tintenfische. Ich habe keine Tintenfische geholt. Oh nein. Und da hinten leuchtet was. Da glitzert was. Seht ihr das? Da glitzert was. Das ist bestimmt Schmuck. Oh, oh, da ist ein Auge. Oh mein Gott. Oh Gott, was ist das für ein Auge? Der Leuchtturm ragt am Himmel. Das ist... Alle Kreaturen, seien sie sich menschlich oder nicht, würden zerschmettert und ihm zu Füßen geworfen. Du sinnst über die diesem Baumwerk inwohnende Macht nach. Diese steinerne Säule, von der zahllose Leben abhängen. Wie lange wird er dort noch stehen? Wie lange noch, bis er einstürzt, seinen Zweck erfüllt hat? Der Leuchtturm ragt über dir in den Himmel. Ich hab mich verletzt! Was ist denn das für ein gruseliges Auge? Da beobachtet mich ja irgendwas. Ihh, ich gehe jetzt ganz schnell nach Hause. Das ist ja voll eklig. Was ist denn das? Das ist meine Panik. Ah, okay. Das ist aber gruselig. Hört auf damit. Voll das süße Dorf. Oh, es ist alles so cute. Hier, ich habe Fisch für dich. Erzähl mir von der Bestellung. Der Kunde will einen Golflunder und einen grauen Aal. Bring sie mir einfach, wenn du sie hast. Um sie zu fangen, brauchst du eine Angelausrüstung für Flachwasserfische. Ah, habe ich ja. Hast du schon den Fisch für die Bestellung? Ja. Lass ihn einfach hier. Okay, ich zeig dir mal, was ich habe. Ich habe einmal das. Die möchte ich dir gerne verkaufen. Den packen wir dann darüber. Ach, da geht doch einfach L3. Okay. Aber einen Aal habe ich leider nicht, Kollege. Den will ich aber einfach gerne verkaufen. Aber er nimmt es nicht, oder wie? Du kannst später zurückkehren. Okay. Ich würde dir gerne das hier schenken. Fertig. In Ordnung. Komm zurück, wenn du alles hast. Ah, genau. So, jetzt hier. Verkaufen. Oh, IS-12. Verkaufen. Oh, der Stingray bringt gut Cash. Jetzt habe ich ja theoretisch auch genug, um mir hier was Neues zu kaufen. Was ist denn das? Oh, ist der teuer. Hydraulische Angelroute. Einbaudauer 4 Stunden. Aber den hier finde ich doch nice. Aber den habe ich ja jetzt. Hier, was kann man denn hier machen? Vielleicht kann ich mich noch ein bisschen schneller machen. Einbaudauer. Ein rostiger alter Motor. Damit kommst du nicht weit. Damit kommst du nicht weit. Aber es sind beides die gleichen hier, gell? Aber wäre doch eigentlich nicht schlecht. Was sagt denn meiner? Ist meiner besser? km/h, der ist 10. Na, das kaufe ich nicht. Lämpchen. Okay, ich würde sagen, ich spare noch ein bisschen auf den. Oder soll ich den holen? Den haben wir. Okay, dann schlafen wir nochmal. Ruhen. Motoren lassen sich auch kombinieren. Ah. Eine gebeugte Frau kommt die Stufen des Leuchtturms herab, um auf dich zu. Sie bleibt in einiger Entfernung stehen und sieht dich besorgt und sichtlich beunruhigt an. Leuchtturmwächterin,
Was willst du hier? Ich bin gekommen, um zu fischen und ich gehe hier nicht mehr weg. Für deinesgleichen gibt es hier nichts mehr zu holen, also tu dir selbst einen Gefallen, verschwinde! Sie dreht sich um und schlurft wieder den Pfad hinauf. Okay, das war mal eine nette Begegnung. So, lass mal einen Aal suchen. Groß, gewittert. Ist das schön hier einfach. Oh mein Gott, ich liebe es. I love it. My friends, I love it. So, wo hat's denn Aale? Let's go to the Aal. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal was ich haben will. Passt es von der Musik? Da sind Aale. I see a Flachwasser-Aal in the house. Bip. Bip. Yay. Ih, wie der rumschleimt. Nochmal. Das erinnert mich immer an Ariel, aber das waren ja Moränen. Die arme Seele in Not. Okay, wir gucken mal ein bisschen weiter. Was haben wir denn? Oh, der. Oh, diese süße. Ich glaube, da hinten wartet die Welt auf mich. Deswegen gehen wir da hinten hin. Da ist wieder was. Oh, eine Flaschenpost. Süß. Oh Gott, ich liebe das Spiel. Eine Flaschenpost. Oh, wie süß. Oh nein, das Spiel ist einfach so süß. Es ist einfach so süß. Oh, ich sterbe. Okay, da waren wir letztes Mal. Ich würde da gerne raus, aber ich habe Angst. Ah, das sind nur kleine Fische. Ich hole nochmal einen Stingray ran. Big Stingray in the house. Die geben mir am meisten Cashy. So, dich packe ich mal hier hin. Gleich nochmal einen rausreißen. So, sag Tschüss zu deiner Familie. Nochmal. Bam und bam. Oh, jetzt habe ich eine Trophy bekommen. Geil. Okay, wir gehen schon mal wieder zurück. Und ich möchte jetzt einen schnelleren Motor haben. Das ist mir definitiv zu langsam hier. Gimme. Obwohl, kann ich da noch was mitnehmen? So einen kleinen Fisch to go? Ich hätte gerne einen Fisch to go, dann kriegst du einen echten Fisch in so einer Serviette und dann beißt du so rein. Fisch to go. Einholen. Da haben wir noch einen Platz für dich. Und noch einen. Let's go. Plopp. So. Okay. Dann lass uns mal anlegen. So, da bin ich. Oh, das ist so süß. Fischhändler. Okay, ja, ich habe da jetzt auch den Aal für dich. Den kriegst du jetzt gleich mal hier. Der Fischhändler wickelt den Fisch ein und gibt dir ein wenig Geld. Gut, gut. Damit sollte der Kunde zufrieden sein. Ich habe hier noch eine Bestellung. Dies ist ein wenig spezieller. Gewünscht werden ein paar Makrelen und ein ganzer schwarzer Zackenbarsch. Heutzutage fischen nicht viele nach Kalmaren. Ich habe das manchmal, dass ich da Dinge lese. Für mich stand da eine Makrele. Kalmaren, denn diese Art ist nachtaktiv und du weißt ja, was nachts hier los ist. Okay, jetzt nehmen wir die Herausforderung an. Das hatte ich immer schon. Tatsächlich. Und erst, wenn mich darauf hinweist, sehe ich so, ach so, da steht ja was ganz anderes. Aber wir gucken mal, ob hier bei der Schiffsbauerin was geht. Ihr meintet, ich kann Motoren kombinieren. Das finde ich interessant. Heißt es, wenn ich jetzt die Motoren kaufe und kombiniere, werden die schneller? Das heißt, ich kann mir jetzt einen kaufen und dann tue ich den da unten nämlich hin. Jetzt verstehe ich nämlich dieses Inventar. So, jetzt bin ich ein bisschen schneller nämlich. Ich möchte gern eigentlich meinen, oh ja, hier hin. So, ein Baum bitte. Wo kann ich denn mein Boot reparieren? Ich habe mich ja verletzt. Mein Boot hat sich verletzt. Bisschen heller wäre nicht schlecht. Da möchte ich aber eigentlich auch gleich die bessere haben. Muss ich sagen. Jetzt eine schlechtere zu kaufen. Ich würde nochmal rausgehen am Morgen. Und die hätte ich eigentlich auch ganz gern nochmal. Wo kann ich die reparieren? Unten rechts. Ah, hier.
Schaden reparieren. Süß. Oh, das ist so süß. Okay, dann ruhen wir mal, holen noch mal ganz viel Fische und dann, wenn ich Licht habe, hole ich mir den Kalmar. Und ablegen. So, jetzt habe ich... Jetzt bin ich auch schneller. So. Wo waren denn die, die viel Kohle bringen? Die auf jeden Fall. Da hinten ist auch noch was. Wir gehen mal ein bisschen raus, sind jetzt deutlich schneller. Das ist Schrott, oder? Ah, kann ich noch nicht einholen. Okay. Oh, jetzt wird es schon so unangenehm. Oh, das ist ein Riesenhai. Oh, freue ich mich, wenn ich den rausziehen kann. Der kriegt richtig Cash. Ich glaube, das sind die Kleinen. Ich würde jetzt erstmal die Großen da hinten holen. So, komm her. Dip, dip, dip. Was zur Hölle war das? Nochmal. Oh Mann, fast. Gibt es mehr Geld, wenn ich das alles drücke? Oder keinen Fehler mache? So, erschöpft. Ich darf da nicht weiter. Boah, hier kommt... Ey, das ist so cool gemacht. Da kommt irgendwo ein Gewitterchen. Ein Gewitterli. Was ist denn das hier? Da blubbert's. Oh ja. Der bringt, glaube ich, richtig Geld. So, und dann noch so ein paar... habe ich irgendwie schon Schmuck? Ich habe doch eine Ding gefunden. Eine Karte. Kann ich die hier abgeben? An den Händler? Nee. Oder? Warte mal. Nee. Okay. Sorry, Bro. War falsch. Dockarbeiter. Wie läuft dein Tag so? Wie ist es so, an den Docks zu arbeiten? So wechselhaft wie das Wetter. An den meisten Tagen ist es ziemlich ruhig. Die Bezahlung ist nicht besonders gut. Es ist schön, die frische Brise genießen zu können, ohne aufs Wasser zu müssen. Nichts für ungut, aber ich wollte da nicht jeden Tag raus. Was kann ich noch für dich tun? Nichts. Tschüss. Ah, da kann man auch mit Leuten reden. Ah. Wie cool das hier einfach ist. Hey, man muss so viel mehr Games ausprobieren. Das ist so schön. I love it. I love it. Ich hole noch ein paar Aale. Komm, raus mit euch. Und bam, bam und bam. Ich habe keinen Platz für einen Aal. Ah doch, hier ein. Ein Aal geht. Ein Aal to go, bitte. So, wir nehmen noch eine kleine mit. Ja, ich achte auf die Uhrzeit. Das ist wieder so typisch. Also eigentlich solche Spiele sind echt gefährlich für mich. Bei Spielen, bei denen ich drauf achten muss. Das war's schon. Ist aber unsatisfying. Da muss ich jetzt tatsächlich sagen. Oh, jetzt sind die Fische weg. Ah, da sind neue. Da sind sie doch. Die hole ich mir jetzt. Ja. Nice. Jetzt habe ich einen Kalmar. Da hole ich mir gleich noch einen. Ja. Okay, ich gehe schon. Ich gehe schon. Alles gut. Ich gehe ja schon nach Hause. Es ist schon richtig dunkel, ne? Ich glaube, das ist richtig gruselig, wenn du in dem Game bei Nacht rausgehst. Ich glaube, das ist richtig gruselig. Ich mache mal kurz meine Kamera so hin, dann seht ihr das hier noch. Ich glaube, das ist richtig spooky. Ist anlegen. Hey, was ist das da hinten? Nordlichter. So, ich habe da was für dich. Einen leckeren Kalmar. Und er will noch irgendwas. Ach, muss man auch erstmal drauf klarkommen. Und was ist das? Ah, den habe ich noch nicht. Nachrichten. Genau, Nachrichten kann ich noch nachschauen. Es ist morgen. Es ist der Morgen des zweiten Tages. 20. August 1927. Es ist der Morgen des zweiten Tages unserer Flitterwochen und unser erster richtiger Urlaubstag. Heute wollen wir um die Insel und zu den Buchten auf der Rückseite von Großmark segeln. Ich liebe diese Felsen, ihre Farbenpracht und Struktur. Außerdem fängt man in diesen flachen Gewässern nicht viel, also kann ich sicher sein, dass er die Hand am Steuer lässt, statt zu angeln. Er hat das Boot letzte Nacht umbenannt in Julie, mit einer feierlichen Taufzeremonie und allem drum und dran.
Er hat das ernster genommen als die Hochzeit. Wahrscheinlich ist es wichtig, alles korrekt durchzuführen, wenn man kein Unglück heraufbeschwören will. Er wollte alles wegwerfen, auf dem noch der alte Name stand, aber ich habe die alte Schlüsselkette aufgehoben. Reichtum des Meeres war ein guter Name. Er hat bestimmt ein Überraschungspicknick vorbereitet. Ich kann in der Kajüte unter einer Decke einen Picknickkorb hervorlugen sehen. Ich liebe es, wenn er versucht, romantisch zu sein. Süß. So, Sonderwünsche, ja, die kenne ich auch von der Community. Spaß. Du hast was von einer Elster, die du nie wieder siehst. Was? Du hast was von einer Elster, die du kannst nie widerstehen. Ach so, ja, das stimmt. Das stimmt allerdings, ja. Das stimmt. Eine diebische Elster. Oh, jetzt haben wir richtig. Der Bürgermeister geht schnell auf dich zu. Er scheint gut aufgelegt zu sein. Sein Schritt ist federnd. Es gibt gute Neuigkeiten. Auch dank deiner Bemühungen wächst Großmark weiter. Sicher werden bald unzählige Besucher in unsere Stadt kommen. Tatsächlich habe ich zugestimmt, dass die Schiffsbauerin ihre Werkstatt erweitern darf. Das alte Trockendock ist wieder funktionsfähig. Ich habe auch ein wenig Geld investiert, um die Dienste des Fischerhändlers zu verbessern. Er wird sicher bald auf dich zukommen. Arbeite auch weiterhin so gut. Wir sind froh, dass du hier bist. Geil. Oh, das macht so Spaß. Trockendock. Das ist das Trockenbock. Das Trockendock. Hier können wir allein im Boot ein paar prägnante Verbesserungen verpassen. Ich spreche von mehr Platz, mehr Befestigungspunkten für Ausrüstung. Oh, ich liebe dieses Game. Es tut mir leid, ich bin süchtig. Für die Projekte brauchen wir einen ordentlichen Vorrat. Bauholz, Metallschrott, solche Sachen. Wie bekomme ich das Material? An der Küste findet man jede Menge gutes Material, vor allem die Schiffswrack. Die sind eine Goldgrube. Materialien für Verbesserungen werden hier gelagert. Das sind die ganzen Sachen, die wir rumschwimmen haben sehen. Mhm. CC, aber kann ich die dann jetzt erst einsammeln oder brauche ich dafür einen bestimmten Haken? Dank der mechanischen unterstützenden Rolle lassen sich auch deutlich größere Fische fangen. Oh, das will ich haben, Leute. Ich möchte das. Ich spare jetzt. Und ein Licht hätte ich auch gern. Ich spare jetzt kurz mal für die große Angelrute. Da habe ich richtig Bock drauf. So, was will denn der? Genau dich wollte ich hier sehen. Fährst du zufällig nach Osten Richtung Kleinmarkt? Könntest du dem Dockarbeiter dort bitte das Paket geben? Easy. Der Bürgermeister übergibt dir ein kleines, feuchtes, zusammengeschnittenes Paket. Der Dockarbeiter wird dich bei der Lieferung bezahlen. Bitte beeil dich. Ich will nicht, dass es verdirbt. Vergiss nicht, deinen Kompass und deine Karte zu benutzen, falls du dich verirrst. Ja, aber jetzt nicht. Das hätte ich vielleicht morgen annehmen sollen. Verdammt. Ach, es ist süß. Ach Gott, Leute. Wir werden alle süchtig sein. Wir kommen, um süchtig zu bleiben und wir gehen hier nicht mehr weg. So, jetzt gehen wir gleich mal rüber. Und wenn wir ihm das Paket bringen, fischen wir weiter. Ist das schön? Warum ist das so schön? Bleb. 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 Nochmal. Oh, was ist denn das? Eine gallertartige Masse, die aus einer einzelnen Augenhöhle quillt. Ihh, jetzt sehe ich das erst. Was aussieht wie eine Pupille, ist in Wahrheit das Zentrum eines Eis. Okay, wir fischen weiter. La 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 la. Boah, der gibt bestimmt viel Geld. Ihh, was ist denn das? Ekelhaft. Pfui Teufel. Oh, was ist denn das? Ach so, so ein kleiner Fischige. Ja. Man braucht doch kleine Fische. So, plopp. So, weiter geht's. Diese Fische kannst du teuer verkaufen. Also nichts, was ich behalten muss und mir anhören muss, wie Resident Evil, dass ich irgendwas Teures verkaufe, was ich brauche. Hm, ist das eine Lieferung? Mal sehen. Er reißt ein kleines Loch ins Papier und blinzelt hinein. Er scheint das Paket vor deinem Blick abschirmen zu wollen. Oh, das riecht übel. Du hast dir offensichtlich ganz schön Zeit gelassen. Für eine Lieferung in diesem Zustand wird er mich nichts bezahlen lassen. Aber vielleicht kann ich dir das hier geben. Ich habe diese alte Schwarte vor ein paar Wochen bekommen. Ich konnte damit aber... Oh, nichts fangen.
Er zieht ein knautschiges Buch aus seiner Gesäßtasche und reicht es dir. Einige der Seiten sind zerknittert. Bewahre es in der Kajüte auf, vielleicht kannst du es im See lesen. Komm gern mal zum Plaudern hierher. Ich glaube, da habe ich noch Platz für. So. Ich bin eine diebische Elster und hole euch alle weg. Gucken, ob ich das jetzt holen kann. Ich glaube nicht, weil ich brauche einen Angelhaken dazu. Nee. Du hast für diesen Fangplatz nicht die richtige Ausrüstung, ja. Boah, die Fische. Ich will die Haie haben, Leute. So, wir holen noch die kleinen, stopfen das Inventar damit voll. Und dann geht's wieder nach Hause. Zum Fischhändler. Ducke. Den Fisch im Inventar drehen? Ich glaube schon. Ja, ist wie bei Resident Evil. Ah, du meinst... Ja, das Problem ist aber, ich kann die Angelrouten, die müssen bleiben, wo sie sind, glaube ich, oder? Kann ich die Angelrouten drehen? Ich glaube nicht. Duka. Ich bin hier neu, ich kenne dich aber von YouTube. Hallo, ihr Süßes. So, Fischhändler. Oh, du übergibst dem Fischhändler den grotesken Fisch. Er grinst, hält sich den Fisch dann direkt vors Gesicht und nimmt einen tiefen Atemzug. Ah, das ist genau die Art von Kreatur, die mir den Tag versüßt. Ich frage mich, er lässt seine Finger über den Fisch gleiten, als wollte er etwas ertasten. Es wird jetzt aber nicht sexuell hier, oder? Er drückt auf deiner Seite hinein und etwas zeichnet sich unter den sich auswölbenden Schuppen ab. Er schneidet den Fisch auf. Aus seinem Magen zieht er ein kleines Stück Stoff, das er auf dem Tresen vor sich ausbreitet. Es ist ein zart gemustertes Taschentuch. Ah, kann ich das dem Typen verkaufen? Ist nicht der erste erstellte Fisch, den ich hier sehe. Entstellte. Okay. Ein einst schönes Taschentuch, das man aus den Innereien eines grotesken Fisches gezogen hat. Verziert mit zarten, purpurroten Stickereien. Mhm. Kauf einfach meinen Fisch. Was habe ich jetzt dafür Geld bekommen? Glaub nicht. Das kann ich aber auch nicht verkaufen. Ein Mann blickt dich durch das Fenster deiner Kajüte an. Sein Gesicht liegt im Schatten. Ich weiß, was du dem Fischhändler gebracht hast. Und damit wir uns richtig verstehen, ich weiß auch, was er dem Fisch aus dem Bauch gezogen hat. Ich muss mir das ansehen, aber nicht hier. Triff mich auf der Schwarzfelseninsel, verlasse dafür die Bucht und fahr dann Richtung Süden. Ich habe dir ein Angebot zu machen. Ich werde warten. Ja. Gut, ich gehe noch mal raus. Ich gehe noch mal schlafen. Und dann machen wir unsere große Angelroute, pimpen das Boot und dann gehen wir erst raus. Weil wenn ich da einmal draußen bin, dann komme ich nicht mehr zurück. I know it, Leute. Ich kenne mich. Ja, dann ist das Boot für immer gone. Es geht um ein Taschentuch, ja. So Schnuffeltuch von Samson in Sesamstraße. Mein Schnuffeltuch. Oh, danke, Eve. Das ist aber süß. Ja, wir nehmen wieder die Riesen-Oschis mit. Ich will unbedingt ein Hai einmal an Land ziehen. Grotesker Fisch. Grotesk! Sind die blöden Haie. Machen wir noch ein bisschen Small Fishy. Ich finde auch, das ist das erste Game, wo ich sage, ich mag das Angeln. Bei den meisten Games hasse ich... Oh, eine Special-Makrele. Ah ne, es gibt eine Trophäe. Bei den meisten Games hasse ich nämlich das Angeln. So, dann komm mal raus, mein Freund. Genau du. Tetris. Oh, es gibt keine Fischbestände mehr. Verdammt. Da noch ein Rochen. Dann würde ich den mal noch hier reinschlüpfen. Und dann würde ich... Ach, schon auch erschöpft. Verdammt, wir müssen echt mal ein bisschen raus.
Hier, da holen wir noch einen Riesen. Einen Riesen-Rochi. Der hat sogar Glitter-Effekt über seinen Kopf. Oh, verdammt. Oh, ist wieder was Specialhaftes. Splitterrochen. Ey, wie gruselig sieht der denn aus? Verdammt. Mon Dieu. Mein Platz. Muss ich den dann jetzt wegschmeißen? Oh, super. Kann ich den nicht kurz hier rüberlegen und dann hier noch ein bisschen was shiften? Ich glaube, das reicht aber nicht. Oder doch, hier kann ich den hinpacken. Dann kann ich den wieder zurücknehmen. So, okay. Gut, gut. So, den Rochen drehen. Die Musik war echt beängstigend. Gruselig, gell? Die Angeln an, ganz an die Seite. Dann kannst du hast du mehr Möglichkeiten. Kann ich das machen? Das gucke ich gleich mal. Ich dachte, die müssen so bleiben. So, Fischhändler, ich habe dieses Buch hier gefunden. Es könnte dir nützen. Der Fischhändler greift unter den Tresen und zieht ein feuchtes, zerfledderndes Buch hervor. Auf dem Einband kleben ein paar glänzende Fischschuppen. Oh, der Regenbogenfisch. Soll ich ihn den verkaufen? Ich glaube schon. So, lass mal gucken. Kann ich den hier schieben? Ausbauen? Ah, ich kann ihn hier packen. Ah, ich stehe. Oh, aha. So, meine Gute. Dann gibst du mir den mal jetzt. So, den baue ich jetzt nämlich hier ein. Moment. Erstatten. Zum Lager. Da müssen wir nämlich die ausbauen. Aber da muss ich ja einen opfern. Oder? Welcher war denn der Alte? Das ist ja der Alte. Verdammt, den hätte ich jetzt nicht ausbauen sollen. Dann baue ich jetzt nämlich den aus. Pack den hier hin. Und mach den ins Lager. Und hole aus dem Lager den. Bring ihn zur Fracht. Und baue den ein. Dann gehe ich hier rüber und gucke, ob die noch irgendwas hat für mich. Ja, ich will ein Licht. So, zur Fracht. So, du musst schauen, welche Angel wo fischen kann. Dann siehst du, was du nicht mehr brauchst. Also das ist ja definitiv Flachwasser. Die ist auch Küstennähe. Hm, aber ich kann die doch immer wieder selber ein- und ausbauen, oder nicht? Weil jetzt müsste ich doch theoretisch auch die ganzen Teilchen kaufen und holen können. Diese Holzteile und alles. Wir sollten ja auch in den Süden. Wo ist denn eigentlich? In den Süden sollten wir eigentlich auch. Guck ich mal, ob ich mir ein Hai holen kann. Jetzt kann ich die nicht mehr holen. Ja, stimmt. Ich hole mir jetzt aber mal den ganzen Schrott, weil ich glaube, dann kann ich mir sogar noch einen Platz holen. Mit dem ich... Jetzt hole ich mir erstmal den hier. Kollege. Komm raus da jetzt. Yes. Süß, wie die wabbeln. So ein Hai im Inventar. Das ist schon was Besonderes. Da kann man schon mit angeben. Oder verkaufst, wenn du eine Angel für Flachwasser und eine für Kisten hast. Ah, warte mal. Ist die hier zum Beispiel... Die ist einsatzfähig. Ozeanisch ist die leider nur. Aber kann man auch eine holen, wo es mehrere gibt? Fische können schlecht werden, deswegen am besten schnell verkaufen. Okay, guter Punkt. Hol ich mir aber erstmal hier das ganze Zeug raus. Wie kann ich mir das holen? Du hast auf diesem Fangplatz nicht genug... Nicht die richtige Ausrüstung. Was brauche ich denn dafür? Muss man erforschen.
Nachhaltiges Fischen als aktives Buch auswählen. Zeitvertreib zum Lesen. Ah, okay. Und dann lerne ich das. Süß. Ich will auch ein Hai. I want a shark. Shark. Du, du. Du, du. I want a shark. Und das ist wieder nur... Da hinten ist noch ein Shark. In den Süden gehe ich danach. Ich gehe jetzt erstmal. Obwohl, schaffe ich das vielleicht noch? Hole ich mir erstmal den ozeanischen Shark. So, guck mal, du bist gar nicht mehr allein, du hast Freunde. Süden. Ich schaffe das, oder? Schaffe ich Süden noch? Born to... Genau, born to be shark. Ach komm, so ein Aal in Ehren. Kann auch kein Gnu verwehren. Problem ist, jetzt läuft die Zeit auch ab, während ich angel. Oh, wieder ein besonderer. Ih, wie gruselig. Okay, ich würde jetzt noch mal kurz in den Süden gehen. Ich hoffe, das schaffe ich. Nee, ich schaff's nicht. Ich gehe noch mal kurz verkaufen und dann gehe ich am nächsten Tag straight hin und mache nichts anderes. So, dann hole ich mir jetzt aber noch einen Aal. Hm, passt nicht. Süß, ich habe ein Lichtmann! Süß! Nope, man findet mit der Dredge ab und zu so Zahnraddingens. Das sind Forschungspunkte. Und mit, ah. Aber wie schaffe ich es dann jetzt, diese Holzteile aus meinem Ding rauszuholen? Oh. Also, ich habe jetzt ja leider hier keinen Slot. Kann es sein, dass ich den hier dann kaufen kann noch? Warte, lass mal gucken. Ja, ja. Ah, zwei Angelplätze, ich sehe. Okay, aber wie hole ich die Sachen raus? Okay. Ich muss das Tuch abgeben. Okay, dann gehe ich jetzt schlafen und dann mache ich das. So, und dann fahren wir los. Ablegen. So, wir gehen direkt in den Süden. Auf jeden Fall spielen wir den neuen Zelda-Teil. Ich habe mir schon 3 Tage geblockt. Da ist es doch. Ist ja gar nicht weit weg. Es war nur benebelt, deswegen habe ich es nicht gesehen. So, da will jemand also das Schnuffeltuch. Ach, süß. Dann schaue ich so ein Freund, wenn es hochgeladen wird. Süß. Ja, die erste Folge kommt morgen direkt. Das ist ein langes Game, deswegen das macht, da mache ich, glaube ich, 3 Parts draus oder so. Anlegen. Mein Lager, Werkstatt. Die Werkstatt sieht aus, als wäre es schon seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden. Geh hinein. Du trittst ein. Es dauert einen Moment, bis deine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. In dem Gerümpel entdeckst du eine furchteinflößende... Was? Furchteinflößende Gerätschaften? Ey, die nehme ich mal mit. In mein Lager. So. Der Mann steht in der Tür und wartet auf dich. In einer Hand hält er ein altes Buch. Ein Einband ist purpurfarben, die Bände sind silbern. Du bist gekommen. Gut, ich will mich vorstellen. Ich bin Sammler. Ich sammle viele Dinge. Kunst, Artefakte, Schätze und Wahrheiten. Und Kurioses, das seltsame Begehrlichkeiten zu wecken vermag. Und du hast das etwas, was mich interessiert. Du gibst das Taschentuch dem Sammler. Er hält es ins flackernde Licht und betrachtet es genau. Diese Muster sind unverwechselbar, selbst nach so langer Zeit noch. Dieses Taschentuch stammt von einem alten Schiff, nach dem ich gesucht habe. Es ist vor vielen Jahren gesunken. Es hatte bedeutende Dinge geladen. Sie zu bergen wird eine echte Herausforderung sein. Und hier kommst du ins Spiel. Mein Vorschlag lautet, ich statte dein Schiff mit der nötigen Ausrüstung aus, um die Wracks und die dunklen Tiefen durchsuchen zu können. Finde die verlorenen Relikte für mich und ich werde dich überreich belohnen. Du musst das Fischen dafür nicht aufgeben. Ich müsste mir dein Schiff nur für ein paar Stunden ausleihen, um alle nötigen Dinge einzubauen. Ich akzeptiere. Eine hervorragende Entscheidung. Ich bereite die Aufrüstung vor. Wir suchen nach einem Ring, einer Halskette, einer Uhr, einer Musiktruhe und Schlüssel. Ich würde dir empfehlen, dich in den Städten umzuhören und nach Schiffswracks und ungewöhnlichen Vorkommnissen zu fragen. Du sollst jeder Spur nachgehen. Komm zurück, sobald du was hast. Geil, jetzt können wir nämlich die ganzen Sachen aus dem Meer holen. Jetzt pimp ich my ride. You gotta pimp my Schiff. Pimp my Schiff. So, endlich, da hinten hat's Holz.
Hallo, ihr Süßis. Schön, dass ihr da seid. Ja. Oh. Oh, das bin ich aber schlecht. Oh, ich verstehe. Okay. Ich muss einfach nur ausweichen. Oh, ein Ring. Look at this. It's a coral reef. So, da hinten noch. Ach, ist das Spiel schön. Oh Gott, da muss ich mich echt zusammenreißen, dass ich das nicht auf der Couch ohne euch weiterspiele. Das ist so ein Game. Das könnte eines dieser Games sein, die ich mich wirklich zusammenreißen muss. Holz. Yes. Oh, die Uhrzeit. Mon Dieu. Aber da wird ja wohl hier jetzt nichts passieren, oder? Das ist ja... Oh, das ist ja ein Hohn. So ein paar Kalamaris kann ich mir jetzt nicht holen. Verdammt. Ich hab doch Licht. Ist doch alles gut. Da hinten ist noch was. I need it. Passiert mir doch nichts. Hier passiert mir nichts. Hier habe ich keine Angst. Und dann hörte man nie wieder etwas von ihr. Oder... Oh, ich glaube... Oh, 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 mein Gott. Ist da irgendwas unter mir? Oh, reduzieren. Was? Oh Gott, oh Gott. Was passiert hier? Ich brauche noch ein L. Noch ein L. Bin gierig. I need a L. Okay, ich gehe mal zurück. Mir ist es nicht ganz geheuer hier. Ich bin ein bisschen frech, glaube ich, gerade. Das Spiel will mich gerade so ein bisschen erziehen und sagt so, ey, Girl, jetzt reicht's. Ja, die Musik wird auch unangenehm. Was ist das da hinten? Ja, ich gehe ja schon nach Hause. Ist ja wie, wenn man in Stuttgart allein nach Hause geht, da ändert sich die Musik auch und es wird alles düster und dunkel und kacke. Oh, übernimm dich nicht. Kehr vor allem um, wenn die Sonne untergeht. Besser, mit kleiner Ausbeute zurückzukehren als gar nicht. Sag nicht, was bist du, meine Mutter? Okay, da unten sind viele Menschen, die labern wollen. Du gehst auf eine Frau zu, die schweigend am Dock sitzt und ins Wasser starrt. Sie wendet sich zu dir. Wie ist es dort draußen? Es ist heikel. Ich will nicht darüber reden. Es ist friedlich. Auf jeden Fall besser als hier in dieser verdammten Stadt. Ich muss mal hier raus. Vielleicht komme ich dann nicht zurück. Zurückzublicken ist ein Fehler, oder? Man muss immer nach vorne schauen. So übel ist es hier nicht. Sie blickt wieder gedankenverloren hinaus aufs Meer. Sag mal, wenn du ein paar Materialien auftreiben könntest, würdest du mir dann helfen, umzuziehen? Ich meine, richtig umziehen. Es gibt da eine Insel, von der ich gehört habe. Stahlspitz liegt nördlich von hier. 2 Einheiten Holz und 2 Einheiten Metallschrott. Das ist alles, was ich brauche. Ich könnte mir dort draußen ein neues Haus bauen. Du dürftest mich auch besuchen. Wenn du etwas findest, dann bring die Sachen einfach nach Stahlspitz. Ich bezahle dich, wenn der Job erledigt ist. Nö. Warum? Was willst du? Weißt du etwas über die Schiffswrack in der Gegend? Sie beugt sich misstrauisch. Es gibt da diese Stelle auf der Rückseite von Großmark. Die Strömung spült viele Wracks dorthin. In manchen Nächten, oh nein, sieht man ein unnatürliches Leuchten, das aus den Tiefen des Wassers zu kommen scheint. Ich kann mir kaum vorstellen, was dort unten sein mag. Wenn du also das suchst, was ich glaube, dann wäre es besser, du würdest umkehren. Nein, ich muss nachts raus. Weißt du, okay, weißt du von seltsamen Vorfällen? Ich sehe von der Spitze des Leuchtturms aus jede Menge merkwürdige Dinge. Manchmal frage ich mich, ob ich meinen Augen noch trauen kann. Sie hält die Laterne hoch und leuchtet dir direkt ins Gesicht. Bist das wirklich du, der hier vor mir steht, oder ist das nur wieder ein Trick des Nebels? Okay, die Frau ist nicht mehr ganz dicht, wir gehen. Genau das, was ich gerade nicht brauche. So, Trockendock. Ah, okay, ich fände 2 Netzplätze. Ich habe gar nichts. Ich habe doch Holz eingesammelt. Ah, das muss ich hier reinpacken. Okay. Ich habe gar nichts. Ich will nämlich gern eigentlich noch einen Angelplatz, damit ich alle Fischis sammeln kann. Let's go to bed, meine Freunde. Ruhen. Ablegen. So. Wir gucken jetzt mal nach Holz. Da hinten hatte ich gerade ein bisschen Schiss. Ey, das Spiel ist unfassbar geil. Hätte ich nicht gedacht. Vor allem, es ist mal was ganz Neues. Beziehungsweise kannte ich sowas noch nicht.
Nachhaltiges Fischen. Buch gelesen. Durchsuche die Kajüte nach Boni. Ah, Schrott. Oh Gott. Nice, genau das habe ich gebraucht. Ah, das lese ich noch. Ah, ich kann noch mehr holen. Oh, das wusste ich gar nicht. Scheiße. Sorry, sagt man nicht. Macht man nur. Okay. Oh, hätte ich das andere auch mehr noch holen können? Ich bin mir gar nicht sicher. Ist so schön, ich will mir es auch noch kaufen. Ja, und dann wickelt euch in eure Deckchen und spielt es ganz gemütlich am Wochenende. Das ist so süß. Okay. Da hinten ist noch was. I need it. I need it. Wie groß ist eigentlich die Karte? Oh, es regnet und stürmt. Ah, noch ein bisschen Holz in Ehren. Kann auch kein Gnu verwehren. Ja, super. Also super. Gehen wir nochmal hier hin, weil ich glaube, dass die für mich hier sicherlich auch noch ein paar Informationen haben, die ich brauche. Ich muss ja irgendwie bei Nacht raus, hat die ja gesagt. Händler, habe ich irgendwas für den? Boah, ich glaube, der würde den Ring sofort kaufen. Oh, das mache ich aber nicht. Oder? Der Ring ist doch für jemanden, glaube ich, oder? Ist der Ring nicht für die Mission? Hier, vertrauter Vater. Was? Trauernder Vater. Hallo, alles in Ordnung? Weißt du etwas über die Schiffswracks in der Gegend? Nun, also mein einziger Sohn ist vor einigen Jahren auf See umgekommen. Er ist immer noch irgendwo dort draußen, in einem dieser Wracks, ganz allein im eisigen Wasser. Oh, schrecklich. Der Mann ringt sichtlich um Fassung, doch sein ganzer Körper bebt vor Kummer. Ich habe mich gefragt, mir ist aufgefallen, dass du an Bord deines Bootes eine Dragging-Ausrüstung hast. Wenn du vielleicht einige seiner persönlichen Sachen bergen könntest, mit einem Andenken an ihn könnte ich wohl leichter Frieden finden. Er trug eine Bronze-Gürtelschnalle mit einer speziellen Gravur. Ich würde sie wohl überall erkennen. Kann ich dir sonst noch in irgendwas helfen? Weißt du etwas über die seltsamen Vorfälle? Ich gehe kaum mehr vor die Tür, ich bekomme also nie etwas mit. Aber ich kann mich noch an die letzten Tage des alten Bürgermeisters erinnern. Kein schöner Anblick. Brüllte er rum und warf Sachen ins Meer. Wirf es zurück, schrie er wieder und wieder. Flehte jeden an, heulte es in den Wind. Heute kann ich ihn beinahe verstehen. Kann ich dir sonst was helfen? Nein, danke. So, Missionen haben wir jetzt ja einige. Was haben wir noch in der Karte? Oh, die Karte, ja, da geht schon was hier, ne? Da sind ja die Markierungen. Da gehe ich jetzt hin, obwohl jetzt schon so spät ist. Hihi, die Blues hassen mich. Hier war doch noch irgendwas anmarkiert. Ah, hier. Unter dieser Insel. Da fahre ich jetzt hin, weil ich ein kleines freches Schweini bin. Aber da ist doch gar nichts. Oh, das ist ja falsch. Das müsste hier hinten sein. Oh, das ist jetzt dumm. Das ist jetzt ein bisschen dangerous, glaube ich. Das ist jetzt bisschen dangerous. Aber da ist der letzte dumme Kackfisch, den ich brauche für die eine Mission. Den hole ich gleich. Das ist jetzt ein bisschen vage, gell? Aber ich glaube, wir schaffen das. Bloß nicht in Panik geraten. Ich bin hier direkt an Land. Es kann hier nichts passieren. Dachte sie und starb. Gib mir Schrott. Wehe, ich habe da keinen Platz mehr für. Ich kann gerade nicht gucken. Ich bin zu gierig. Verdammt. Nein. Scheiße. Oh Mann. Aber das will ich haben. Ah. 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 Das will ich haben. Der hat ja wohl noch Platz. Boah, was geht denn hier ab? Boah. Ah, ah. La, 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 la. Ah. Easy. Okay, ich fahre jetzt schnell nach Hause. Und dann komme ich zurück und hol mir alles. Die Metallsachen, den Fisch. Oh, da war was. Was ist das? Hilfe. Oh, oh. Oh, oh. Da pupst mich was an. Da hat was gefurzt in der Ferne. Lass mich in Ruhe. Oh, ich drehe richtig durch, ne?
Alles gut, alles gut. Nein, 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 nicht durchdrehen. Wir sind doch gleich daheim. Entspann dich. Ja, ja, ja. Easy, easy. Guck mal, da ist ja schon der Leuchtturm. Jetzt atme ich mal durch. Das war ein bisschen knapp, oder? War ich wieder ein bisschen zu gierig. Darf ich mir wahrscheinlich gleich wieder von dem Typen anhören. Manche Fische bevorzugen tiefere Gewässer, während andere lieber Flachwässer tummeln. I know, du Flachzange. Okay, was gibt's denn hier so? Girl, lass mal gucken. Ich habe doch Schrott eingesammelt. Warum fehlt mir denn hier noch so viel? Ah, ja, 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 verstehe, verstehe. Aber was ist das hier, was sie hier will? Ein Ballenstoff. Hm. Zwei Motoren. Wäre auch geil. Soll ich lieber nochmal zwei Motoren machen, dass ich einfach schneller bin? Das kannst du gleich mal. Weil mit schneller, dann bin ich auch einfach schneller daheim. So. Das mache ich immer beim Joggen, wenn ich kein... Oh, mir fehlt ja Stoff. Nee, Holzbalken. Das mache ich auch immer beim Joggen, wenn ich keine Lust mehr habe. Dann gebe ich richtig Gas und sage, ich will nach Hause. So. Das ist doch schon mal super. Jetzt habe ich zwei Motoren. Sie zieht ein Buch aus einer Werkzeugkiste und reicht es dir. Einige der Seiten sind speckig und klebrig. Speckige Seiten? Aber was ist denn das für ein komischer Motor? Ach so, dann muss ich die wieder ausbauen und umdrehen, oder wie? Hm. So. Weiß nicht, ob das so Sinn ergibt. Aber ich glaube, es ist egal, wie ich die einbaue. Oder müssen die auch logisch eingebaut werden? Jetzt drehe ich mich wahrscheinlich im Kreis. Ja, ich möchte die jetzt gern reparieren lassen. So. Wo kriege ich Stoff her? So, ohne Schlaf ablegen. Jetzt müsste ich ja nochmal schneller sein. Ich brauche Stoff. Also Stoff. Für Klamotten und so, ne? Ich falsch verstehe. Das ist ein süßes Game. Nur in der Nacht war da so ein rotes, mega hohes Licht. Ich weiß, das ignorieren wir jetzt aber mal absichtlich. Ich habe das absichtlich ignoriert. Da, ihr habt nichts gesehen, Leute. Da war rein gar nichts. Oh, verdammt. Mhm. Der Gürtel wahrscheinlich gewesen. Der Gürtel. Ja, Schrott ist gut. Dann machen wir gleich nochmal weiter. Ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen Stoff. Ja. Und dann gehen wir nochmal nach hinten. Jetzt auch noch so ein fetten Fisch. Was ist denn das? Da schwimmt ja auch Zeugs. Oh, Stoff! Nice, wenn man davon redet. Dann findet man es auch. Ja. Ja, mehr Stoff. Oh, es wird immer schneller. Es wird immer unangenehmer hier. Ja. Oh, schon wieder dunkel. Oh nein, wo ist denn dieser... Oh nein, ist der Riesenfisch weg. Ich wollte doch diese Kackfische da hinten noch holen. Verdammt. Okay, gotta go. Mann, die Zeit vergeht einfach zu schnell. Ich hole mir noch diese blöden Fische da hinten für die Fischmission. Stoff und Schnaps. Du hast noch einen Motor im Lager, Inventar. Verdammt, nee, echt? Die habe ich doch eingebaut. Leute, macht mir nicht schwach. Ich habe das eingebaut. Kann ich den Schmuck dem Verkäufer verkaufen? Oder ist das Schmuck, der für die Mission wichtig ist? Oder kann man missionswichtigen Schmuck gar nicht verkaufen? Nee, ich habe hier gar keinen. Ach, den hier. Stimmt. Die knochigen Blätter dieser
grotesken Motors werden von einem pulsierenden Herz angetrieben, dessen Rhythmus sich den angleicht. Was ist denn das für eine kranke Kacke? Ach krass, dann hätte ich das ja doch. Ist das besser, wenn ich das rein? Was ist denn eigentlich das hier drüben? Zeichen des Untergangs. In diesen kleinen Talisman wurden ein Symbol der Tiefe eingraviert. Vielleicht sollte ich das mal zu meiner Fracht packen. Kann ich sie irgendwo reinstopseln? Nee. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, das einfach einzubauen. Braucht man mehr Platz. Küstennähe. Der ist halt kleiner, gell? Deswegen, der hat nur zwei. Ich habe gerade keinen Platz mehr. Ich möchte mal gerne noch mal in dein... Darf ich in dein Trockendock einmal rein? Ich habe noch, glaube ich, mir fehlt noch ein Holz. Weil das fände ich nicht schlecht. Oder Netzplätze oder ein Lichti. Oder das hier. Okay, wir gehen noch mal schlafen. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen... Ich packe jetzt mal mein Zeug hier ins Lager. Und kann ich den Schmuck hier verkaufen? Alte Eisenkette mit Gravur. Ist das jetzt das, was ich hier habe an Schmuck für die Mission? Oder kann ich das verkaufen? Die Schmuckstücke sind die vom Sammler. Okay, also Sachen, die ich für Missionen brauche, kann ich nicht verkaufen, ja? Zu 100%. Oder ist das hier gerade gefährliches Halbwissen? So many ways. Talisman kommt auf eine Angel, Netzlot. Und du hast höhere Chancen, Anomalien. Oh, dann baue ich mir jetzt noch zwei Angelplätze. Mache ich das als nächstes. Das ist deins, weil es nachts ist. Okay. Eine Anomalie? Wo waren denn diese Fische, diese Bärsche? Die Ärsche? Ich habe die doch irgendwo gesehen. Ich brauchte doch einen. Where are they? Was ist denn das? Delfinis! Oh, Delfinis! Wartet! Delfinis, ich bin schneller als ihr. Ich hole mir den jetzt raus. Habe ich eine Harpune? Oh, Delfinis! Süß! Warte! Oh, jetzt sind sie weg. Oh, Mann. Ich hole den Schwertfisch raus. Das soll meine Wut ausdrücken. So, bra. It's time. Du bist zu groß. Boah. Was ein Öschi. Okay. Alles gut. Wir finden noch was. Blubber, blubber, blubber. Da hinten, da waren doch noch die Special Fishes. Jetzt bin ich schon ein bisschen arg raus. Nu muss in der Schule Yellow Submarine singen. Was musst du singen? Und ich mag das Lied so gar nicht. Oh Gott, ich finde singen ist sowieso sowas, wo ich sagen würde... Sorry, Leute, ich bin raus. Hä, wo ist denn... Ach, Submarine meinst du? Ich finde diesen einen Fisch nicht mehr, den ich eigentlich abgeben sollte beim Fischer. Ich hole mir jetzt aber kleine. Hauptsache ein bisschen... Ach, kann ich ja gar nicht. Dann müsst ihr hier jetzt dran glauben, Freunde. Passt wahrscheinlich auch gar nicht rein jetzt. Doch, hier. Und noch einer. Fischstand ist schon wieder gering. Ich verkaufe mal meine Ringe. Was passiert denn eigentlich, wenn man so lange im Bärchen bleibt? Händler? Ich habe Schmuck für dich. Ist aber wenig, was du mir hier verkaufst. Kollege, ja? Bisschen geizig. Es ist so cool gemacht, dieses Game. Ich kann es nicht anders sagen. Hier vielleicht noch ein Smallfish. Oh, jetzt sind sie weg. Und ich... Oh, da leuchten ja zwei Dinge. Was zur Hölle? Was leuchtet denn hier? Ein Special Aal. Oh, den möchte ich jetzt aber behalten. Nein, ich möchte nicht... Oh nein, ich möchte nicht zurückkommen. Oh, warte mal. Ja. Aber da hat es noch einen Special Fish. Verdammt. Ist der klein? Vielleicht passt er noch rein. Ah, den kann ich gar nicht holen. Warte mal, kann ich nicht... Einfach... Nee, verdammt. Mann. Ich brauche mehr Platz.
Ja, also bei Resident Evil war es ja damals schon so, dass man das verkaufen kann. So, hier bitteschön. Boah, der gibt einfach mal richtig viel. Cool. Oh, ich habe doch einen Slot jetzt. Da kann ich doch... Warte mal, mein Lager. Nachrichten. Ah, habe ich noch gar nicht gelesen. Wir hatten in den seichten Gewässern hinter Großmark gestern einen kleinen Unfall. Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich ein Felsen vor uns auf und das Boot rammte ihn. Der Rumpf wurde nicht durchschlagen, aber wir wurden ordentlich durchgerüttelt. Und ein paar Sachen gingen über Bord. Wir haben nicht gesehen, was es war, aber wir glauben, es war nichts Wichtiges. Er brütete später noch über den Notizen zum Umbenennungszeremonie. Er fürchtete, er könnte dabei etwas falsch gemacht haben. Ich wusste gar nicht, dass er so abergläubig ist. So, wo ist jetzt? Ah ja, hier ist mein Lager. Sorry, ich habe es gar nicht gesehen. So. So. Gucken, ob das jetzt geht. Weil zwei Angelplätze... Brauche ich jetzt überhaupt noch zwei Angelplätze? Brauche ich doch jetzt gerade gar nicht. Ich brauche eigentlich... Mehr Platz wäre schon auch cool. Ich mache jetzt erstmal mehr Platz. Das fühle ich gerade ein bisschen mehr. Yes. Sehr gut. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Ja, ist doch super. Kann ich vielleicht noch das hier machen? Nee, brauche ich Holz. Okay. Gut, gut, dann gehe ich jetzt schlafen. Ruhen nennt sich das auch. So, Leute, wir legen wieder ab und mir wurde gerade gesagt, dass wir eine Gürtelschnalle verkauft haben, die eine Quest war. Und wenn das so ist, finde ich das sehr blöd. Ich schau gleich nochmal, ob das possible ist. Oder ob man das jetzt nochmal fischen kann. Weil das wäre ja echt blöd, wenn man Questgegenstände... Also auch hier gilt wieder Tipps und Tricks in die Kommentare packen. Aber das wäre ja echt blöd. Das wäre voll brutal. Also es ist auf jeden Fall hier das Schiffswrack. Und das ist jetzt nicht mehr da. Damit. Das ist sad. Was waren das für Geräusche? Scheinbar war kein Quest-Item, nur Wertgegenstand für Geld. Okay. Dann bin ich ja beruhigt. Dann hole ich jetzt hier mal die Fischis. Und gucke hier nochmal ein bisschen mehr die Gegend an. Dann machen wir gleich nochmal einen. Wenn schon, denn schon, Leute. Gibt's hier noch irgendwas? Was ist das hier? Das sind Aale. Ein Aal passt immer gut in eine Tasche, Leute. Könnt ihr euch merken, so to go, so ein Aal. Etwas geglitzert. Ah. Dein Stein summt, der Stein summt leise und lässt dich die umgebende Luft vibrieren. Auf seiner Oberfläche flackert zarte Formen. Lege deine Hand auf den Stein. Der kalte Stein reagiert nicht auf deine Berührung. Das höre ich öfter. Gibt es hier nicht noch, da hinten ist ja noch Holz, oder? Irgendwas ist da doch. Es blubbert auch anders. Nee, ist nur ein Hai. Ist hier noch irgendwas? Ja. Stoff. Ein Aal in der Tasche. Ja, es hört sich falsch an, aber in dem Fall... Oh. Ihr habt auch einen Aal in der Tasche. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Ich muss wieder schnell zurück.
Oh, ich bin den falschen Weg gegangen. Aber jetzt bin ich neugierig, was hier ist. Oh, was ist das? Oh, ein Riesenkey. Oh. Look at this. Verdammt, ich komme nicht mehr zurück irgendwie. Was ist denn das? Oh, da passt aber 100% nicht rein mehr in meine Tasche. Sorry. Wie ärgerlich, dass man Sachen liegen lassen muss. Der Stein summt leise und lässt dich die umgebende Luft vibrieren. Lege deine Hand drauf. Oh, der Kaltstein regt. Was passiert denn hier? Oh Gott, ich drehe durch. Oh nein, oh nein. Oh nein. Verdammt, ich gehe doch schon zurück in meine Hut. All good. Ich gehe ja schon zurück. Entspann dich. Ich bin ja schon... Ah. Oh. Oh nein. Ich will doch nur leben. Bitte. Alles gut, da vorne ist schon das Dorf. Oh Gott, Hilfe. That escalated. Aber richtig schnell. Ja, gerne. Sag mir, wie der Stein reagiert. Ah, hier ist mein Dorf. Jetzt ja überall Anomalien, ey. Ich muss mal nachts ein bisschen fischen gehen. Ich muss aber erstmal mein kaputtes Boot reparieren. Das ist ja furchtbar, nur weil dann so ein paar Steinchen dran bubbelst. Gruselig. Hallo, ich war nur ein bisschen fischen, aber mein Boot wäre fast explodiert. Oh je, du siehst erschöpft aus. Du vergisst doch nicht einfach zu schlafen. Ich sage ja immer, regelmäßige Pausen sind der beste Garant für Produktivität. Naja, ich weiß, leider. Was ist denn das hier? Tagebuchschlüssel. Wer hat denn so einen riesen Tagebuchschlüssel? Ich muss mal reparieren gehen. Ja, bitte. Ah nee, verdammt. Ach, muss ich den ausbauen? Um das reparieren zu können, oder wie? Das muss ich ausbauen, um es reparieren zu können? Ist es so? Schein reagiert nur dann, wenn deine Psyche angekratzt ist. Ah, aufgerissenes Auge, wie gruselig. Hätte ich eigentlich noch bleiben sollen. Muss ich den echt ausbauen? Ah, nee, Dreieck, ne? Oh, gut, dass ihr sagt. Oh, es ist alles repariert, sehr schön. Danke. Oh, was denn das? Einfaches Design, effektive, aber passende Nutzung. Eine kluge Investition für alle, die die Ozeane erforschen wollen. Bringt es mir mehr Platz? Lebensdauer aber nur ein Tag. Dann nicht. Was ich nicht ewig haben kann, will ich auch nicht. So, was gibt's denn hier? Kann ich das jetzt machen? Ich habe immer noch kein Holz. Und so ein Lämpchen? Auch noch. Ich brauche Holz. Ich schlafe jetzt aber nochmal, weil ich bin voll am Durchdrehen. Guck mal, jetzt mach die Äuglein zu. So, wir schlafen jetzt einfach mal durch. Wachen auf. Weil ich will jetzt noch ein paar Anomalien haben. Oh, halt, Moment. Und ich gehe kurz ins Lager. Weil ich dort meine Sachen mal reinstopfe. So, das kommt ins Lager. Das kommt ins Lager. Und der Riesenkey, keine Ahnung, wo der ist. So, kurz ablegen. Wir gehen kurz Anomalien holen. Da waren ganz viele da hinten. Das habe ich ganz genau gesehen. Oder will ich jetzt hin? Gib mir die nochmal alle. Komm schon. Ihr wart doch eigentlich alles... Oh, genau den brauche ich doch. Den aufgewühlten Barsch. Den holen wir gleich nochmal. Und gleich nochmal. So, wunderbar. Danke dir. Was ist denn das dahin? Soll ich dahin? Nee, lieber nicht. Okay, ich gehe da nicht hin. Ich habe mich... Oh nein, ich gehe da nicht hin. Um Gottes Willen, lass mich. Hilfe! Hilfe, was ist das? Oh Gott. Ich gehe nicht. Um Gottes Willen. Ih, das schwimmt mir hinterher. Was ist denn das?
Hau ab. Oh Gott. Oh Gott, ich gehe jetzt. Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was ist denn das? Hau ab. Oh Gott, Hilfe. Was war denn das? Verdammt. Ein Geisterboot. Mann, jetzt habe ich mich schon wieder... Schon wieder was kaputt. Ja, ich hab was. Der ist direkt weiß, der Geier, da. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Ich wollte eine neue Geschäftsidee mit dir diskutieren. Es geht dabei um Krabbenkörbe. Ich habe hier tatsächlich einen für dich. Oh. Er ist ein bisschen verbeult. Aber du könntest ihn bei der Schiffsbauerin reparieren lassen. Okay. Cool. Danke. Krabby. Dann verkaufe ich dir die mal. Oh, die geben doch ein bisschen was. So, jetzt kannst du gleich mal hier wieder mein Schiff bauen. Ich habe hier ein Loch. Sorry, I know. Kann ich das reparieren? Alle reparieren? Nö, das kann ich gar nicht reparieren lassen. Oh nein, wo ist es? Beim Lager. Wofür ist denn dieser komische Schlüssel eigentlich? Okay, dann schlafen wir mal. Ich gehe mal jetzt ein bisschen mehr raus und tu mal ein bisschen mehr erforschen. Let's go erforsch some things. Muss man mich ein bisschen trauen. Mit der Zeit fühlt er sich aber, er benötigt Reparatur. Wähle den Krabbenkorb mit L1 aus und lege ihn aus. Platzieren. Warte mal, ist hier glaube ich falsch gerade. Muss mal kurz hier hin. So, okay, und jetzt? Und dann komme ich wieder, oder? Ich komme wieder, keine Frage. Ich fahre jetzt mal ein bisschen rum. Mir reicht's jetzt. Was ist denn mit diesem blöden Ding da hinten? Was war denn das für ein dummes Boot? Hi. Wie hat sie viel zu viele Fische? Fahrst du nach hinten zur Insel? Da ist ein Frack. Das ist gut. Das Schiffswrack. In der Haus. Da ist so ein Riesenhai geschwommen gerade. Boah, der ist ja echt riesig, oder? Nee. Ah, der schwappelt so süß. Schwäbel. Das Boot ist das gesunkene Boot. Aber da kann ich nicht hin. Der will mich ja eliminaten. Boah, zu viel Stuff. Ey, cool. Da ist ja richtig viel Zeugs. I love it. Nochmal. Ah, okay, sorry. Jetzt nochmal. Und dann nochmal. Ich sammle das jetzt alles, wenn die mich lassen. Ist ja cool. Dann kann ich ja auch mal mein Boot erneuern. Ist irgendwie eine tropische Insel hier. Kaum zu überhören. Oh, ein Ring. Den nehme ich mit. Oh, ein Amulett. Was ist hier? Schrott. Aber dafür habe ich, glaube ich, gerade keinen Platz. Ich muss auch schon wieder zurück. It's getting dark. Boah, würde so gerne wissen, wie das Game ausgeht, aber habt noch so viel für die Schule zu tun. Keine Sorge, ich lade euch das auf meinem zweiten Kanal, Verspieltes Gnu, hoch. Da könnt ihr das dann einfach anschauen. Und hier hat es eine Anomalie, aber die passt nicht mehr rein. Egal, was ich mache. Verdammt. Abends gibt es so viele Anomalien. Ich guck mal, was mein Krabbenkorb macht. Was geht hier? Gar nichts drin. Gemein. Ich spiele das Spiel heute wahrscheinlich nicht durch, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich heute später Abend nochmal online komme, um weiter zu zocken. Weil es macht schon sehr viel Spaß, muss ich sagen. So, Fischhändler, hier, nimm den Fisch. Und mehr habe ich auch schon nicht für dich. Sorry, bra. Okay, lass mal hier jetzt das machen.
Ja. Ja. Yes. Und definitiv einmal yes. So, und kaufen. Cool. Und das hier kann ich doch dann, glaube ich... Ah, nee, da fehlt mir noch ein Stück Stoff. Aber ich pack's trotzdem schon mal rein. Und das hier auch. Ah, okay, da brauche ich einfach nur Holz. Aber Holz habe ich doch, oder? Ja, aber nur einen. Okay. Okay. Cool. Und wenn es geht, vielleicht noch... Wie genervt die ist, dass ich komme. Sei doch froh, ey. Ich glaube, sonst sieht es doch gut aus. Hier, abgeschlossen. Dann kann ich ja das jetzt lernen. Und hier Missionen. Bringe die Gürtelschnalle zurück. Und hier habe ich jetzt ganz viele neue Fischis noch, die ich noch finden muss. Immer. Eine Hymäre. Schlafen. Ich bringe morgen mal den Schlüssel zum Sammler. Kann ich den verkaufen? Ich habe halt Angst, Dinge zu verkaufen, weil ich immer denke, das sind doch sicherlich alles Dinge, die ich noch brauche, oder? Ich glaube, das Amulett kann ich aber verkaufen. Das mache ich jetzt gleich mal. Hier jetzt aber zuerst mal... oh, da sind jetzt Krabbies drin. Die hole ich beim Rückweg. Jetzt nochmal hier nach hinten, weil da gab es ja schon noch viel Zeugs. Ich will schneller sein. Nicht verkaufen, sondern so die Missionen bringen. Heini bringen. Genau, stimmt, der wollte doch einen Schlüssel. Stimmt. Of course, of course. Genau, Sammler wollte das Amulett. Den Schlüssel, den kann ich auch 100 pro nicht verkaufen. Da hinten ist eine Anomalie, die hole ich mir. Die Anomalie. Oh, ich kann mir das nicht holen. Mann. Damn it. Ein Ring. Easy. Yes. Boah, da sieht aber noch was aus. So, dann gehen wir da hin. Da hinten ist auch ein Schiffswrack. Das ist aber ganz schön weit weg. Ich brauche auch wieder ein bisschen Stoff. Vielleicht nochmal. Nochmal. Das Geräusch ist so geil. Okay, und schon wieder abends. Ich löb's ja nicht. So, dann gehe ich noch kurz zum Verkäufer, verkaufe das Amulett, hol meine Krabben und dann hole ich mir noch die Anomalie. So, schnell jetzt aber. Hoffentlich passt du in mein Inventar. Ja, sollte irgendwie gehen. Oh, verdammt. Oh nein, jetzt habe ich keinen guten gesammelt. Ey, ich sammle gar keine guten. Zurückwerfen. Ciao. Mann, ich habe verpennt. Das heißt nur, es besteht die Möglichkeit, nicht, dass es muss. Okay, mal ganz schnell zurück jetzt, bevor ich wieder durchdrehe. Bin ich nämlich wieder ganz vorne mit dabei. Kann ich auch da drüben schlafen? Dann gehe ich jetzt mal kurz erstmal dahin. Aber ein Fisch wird ja auch schlecht. Ja, ich muss leider wieder... Da kommt immer dieses Psychoboot irgendwie, wenn ich zu lang draußen bin. Leave me alone! Das nervt auch, dass ich jetzt nicht alles fischen kann. Fischhändler. Wie nicht amused er ist, wenn ich da bin. So, hier brauchen wir noch Holz. Habe ich nicht. Lager, Lager, Lager. So. Jetzt schlafe ich. Und dann gehe ich erstmal zu dem Typen für die Mission und gucke, was der braucht. Bevor ich hier irgendwas verkaufe. So. Tucker, tucker, tucker. Und meine Crabs hole ich jetzt auch ab. Meine Krabby Krabs. Oh, lassen wir mal noch ein bisschen. Da kommen schon noch ein paar mehr, oder? Und kann man da sterben? Ja.
glaube, in diesem Spiel kommen noch viele So Many Ways to Die auf uns zu. So. Wo soll ich nach Relikten suchen? Sieh dir diese Schmuckstücke an. Behelige mich nicht mit so vulgären Plunder. So etwas kannst du vielleicht an den Händler. Ah, noch was. Solltest dich in den Marktstädten umhören. Noch etwas. Also das ist alles noch nicht für den. Aber Lager. Da gibt's doch den Schlüssel. Den will der doch. Ich glaube, dass die Questgegenstände auch nicht zu verkaufen sind. So. Zeig es mir. Ja, du gibst ihm einen Schlüssel. Das kalte Metall hat in seinen Händen einen seltsamen Glanz. Die Form des Schlüssels, der Bart, der Kopf sehen irgendwie verändert aus. Ist das alles? Wo ist das Schloss? Der Sammler wird unruhig. Die Teile, von denen wir gesucht haben, sind wohl weiter fortgetragen worden. Also angenommen, sehr viel weiter. In diesem Fall würde ich dir gern helfen. Er blättert ein paar Seiten in sein Buch um und murmelt vor sich hin. Ein Lichtblitz blendet dich und du gerätst kurz ins Taumeln. Geh nun, wir müssen noch mehr Relikte finden. Fähigkeit, Eile, enorme Geschwindigkeit. Oh, mein Gefühl sagt mir, dass die Strömung Wrackteile Richtung Südosten getragen haben könnte, zu den Sturmklippen. Sieh dort zuerst nach. Südosten. Markiere eine Stelle auf der Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas. Nee, danke. Okay. Dann Karte. Südosten? Wie kann ich denn hier was markieren? Eile erhöht die Geschwindigkeit deiner Motoren, lässt aber auch Panik und Motorreparatur steigen. Eile mit, aus und dann halte gedrückt. Oh. Ah, da, okay. Okay. Jetzt fische ich aber noch mal ein bisschen. Obwohl, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich gucke erstmal noch nach Teilen. Südosten. Ich muss in die andere Richtung. Schau noch, ob es hier noch so ein paar Sachen hat für mich. Okay, die wollen unbedingt, dass ich es ausprobiere. Oh, nice. Meine Panik kann doch gar nicht steigen. Ist ja übel nice. Cool. Oh, was ist das? Hä, ist es der Tod? Du näherst dich einer Gestalt mit Kapuze. Ihr Gewand ist nachtblau, das Gesicht kaum zu erkennen. Fischers Mann, bitte hilf. Das raue Flüstern ist neben Wind und Seegang kaum zu hören. Stille, den Hunger. Die Gestalt mit Kapuze entrollt ein altes Dokument. Sie zeigt auf ein Bild ganz oben auf dem Blatt. Es scheint sich um eine blaue Makrele zu handeln. Okay, hab ich nicht, Brody. Komm mal wieder. Hat sie noch irgendwie alte Wrackteile, bitte? Bitte. Bitte, bitte, bitte. So, ich hole mir noch einen Riesenrochen. Da vielleicht? Ist ja voll neu hier alles. Schaut mal. Ein ganz neues Dorf. Wo bin ich denn hier hingeraten? Cute. Neu. War das nicht hier, wo die eine Dame ihr Haus jetzt gemacht hat? Höchstwahrscheinlich. Geh mal in die Stadt. Was ist denn das? Oh, ein Tornado! Oh, interessant. Was ist das nur? Oh, was ist denn das? Ein Feuerfisch. Ja, her damit. Na, hör mal. Kann man den noch irgendwie cool drehen, dass man da irgendwie... Oh ja, aber es passt kein Feuerfisch mehr hin. Na, verdammt. Okay, nice. Hat immer ein Erst. Oh Mann, nein. So, ab ins Nest. In der neuen Stadt. Einwohnerin von Umfeld.
Was willst du? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ich wollte für meinen Freund ein besonderes Essen zubereiten, aber es gibt da ein Problem. In dieser Gegend gilt reifer Meeraal als besondere Delikatesse. Du wirst ihn wahrscheinlich als verdorben bezeichnen, aber wenn man ihn richtig zubereitet, schmeckt das köstlich. Normalerweise vergraben wir den Meeraal in der Erde, um ihn reifen zu lassen, aber unsere Hunde buddeln ihn dann aus und fressen ihn. Ich kann das Thema nicht ansprechen, dann würde ich die Überraschung verderben. Kannst du mir einen reifen Aal holen? Ich habe einen reifen Aal. Meine Tasche. Wo kann ich hier Meeraal fangen? Oh, und es ist nicht einfach, Meeraal zu finden. Ich hörte, er verbirgt sich gerne in den Felsspalten der Klippen. Sag bloß. Die leichter zugänglichen Stellen sind wohl bereits leer gefischt. Du musst dich also zwischen die Klippen wagen und welche zu finden. Oh, und ich habe schon erwähnt, dass er nur nachts herauskommt. Ja, ich glaube, er versteckt sich tagsüber. Oh Mann. Viel Glück, dankeschön. Noch etwas? Nee, danke. Weißt du irgendwas über die seltsamen Typen hier in der Gegend? Na, nee. Ah doch, vielleicht, wo kann ich hier Fisch kaufen? Meinen Fisch verkaufen. Wir fangen unseren Fisch hier selber. Wir müssen keinen verkaufen. Aber es gibt eine fahrende Händlerin. Ihr Boot ist jenseits der Bucht. Ah, okay, nice. Was ist denn das hier? Gibt es hier in der Gegend Schiffswracks? Das eigentliche Wrack hier ist die Siedlung bei den Sturmklippen. Mein Bruder hat uns im Stich gelassen und ist auf dieser verdammten Klippe gezogen. Noch etwas? Okay, danke. Ciao. Hier gibt es ja echt nichts. Kann ja nicht mal schlafen. Doch, kann ich. Ablegen. Ich würde nur gerne meinen Fisch verkaufen. Weil der wird ja sonst schlecht. Wie schön das hier glitzert und glänzt. Da hinten kommt wieder das Psychoboot. Ein neues Gesicht, ein Fischer nehme ich an. Perfekt. Na, wir werden uns sicher gut verstehen. Ich bin reisende Händlerin. Alles in einem. Solltest du deinen Fisch verkaufen wollen, ich nehme dir gern ab. Ich handle zudem mit einer kleinen Auswahl an Ausrüstung. Oh, her damit. Komm zu mir, wenn du handeln willst. Schwimmdock. Sicher bist du an die Trockendocks der Häfen gewöhnt. Aber ich kann diesen aufbessern an deinem Boot. Auch hier auf diesen Schwimmdock durchführen. Oh, ja. Ah. Oh. Nur leider keinen. Ach cool, die kann es auch. Fischmarkt. Auf dieser Seite des Pontons kaufe ich den Fisch. Okay, dann nimm das bitte. Oh, kann ich das kaufen? Oh. Wäre doch nicht schlecht, oder? Lassen wir mal einen. Werft. Ah, okay, das habe ich schon geguckt. Ah, die hat ja noch mehr Stuff. Was ist denn das? Okay, dann schlafe ich mal. Wenn du ihn noch nicht weißt, Tipp. Du kannst überall, wo du kannst, auch schlafen. Beiden Buch, wenn die Blitz war, auch so rot und hohen roten Strahl. Was muss ich da machen? Bei dem Buch? Den wie Blitz war, also den letzten Satz kann ich nicht nachvollziehen. Ich guck mal, aber Dankeschön. Ah, abgeschlossen. Kann ich jetzt das lesen? Hm. Oh, eine Flaschenpost. Und noch eine Town. Und ein dummer Strudel. Ich will jetzt halt mir nicht so viel erforschen. Ich gucke jetzt mal hier noch ein bisschen weiter. Damit ich da auch erstmal die Quests alle mache. Dann gehen wir mal nach Südosten. Jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Holz. Und kann ja noch eine Angel erweitern. Oh yeah. Nice, Eddie. Yes. Jetzt wieder Fischi-Fisch. Was gibt's hier? Ah, sehr gut. Metallteile.
Nehmen wir mit. Kann nie genug haben. Und es passt auch nicht mehr. Oh nein, mon Dieu. Warte, kann ich denn vielleicht... Ich will es eigentlich nicht zurückwerfen. Kann ich nicht das hier irgendwie einfach hochklatschen? Oder hierhin? Dann kann das dahin. Dann passt es trotzdem nicht. So. Oh Mann, es passt nicht. Ärgerlich. Gibt es auch bestimmt irgendeine Möglichkeit, dass ich das hier freiräume? Dann mache ich den. Nee. Ich kann die Angel nicht verschieben. Das ist das Problem an der Sache. So, jetzt. Ich kann die Angeln und alles, das darf man nicht verschieben. Das muss man ausbauen sonst. Aber einen kann ich mitnehmen, das ist okay. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Oh, eine Flaschenpost. Flaschenbürst. Oh, hier hat es ja ganz viel Schiffwracks und alles drum und dran. Oh nein, schon wieder. Hau ab. Kann ich hier kentern oder anlegen, bitte? Nein. Verdammt, ich glaube, wir sind am Arsch. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber hier muss ich hin. Jetzt unfassbar viel Stuff. Aber ich habe nichts zum Anlegen. Was ist denn das hier eigentlich? Wie groß ist denn das Ding? Ui. Oh. Das muss was ganz Besonderes sein. Oh. Oh nein, ich bin so dumm. Oh, was ist denn das? Schatten der Tiefe. Ja, dann nehme ich das und schmeiße es weg. Ich weiß nicht, ob ich das überleben, Leute. Ich will ja halt eigentlich gern noch mal rein. Ich glaube, wir werden sterben. Weil hier gab es ja richtig viel Stuff. Ist hier irgendwo der... Oh, da hinten ist der Leuchtturm. Weil... Oh nein, da kommt das Boot, ne? Hm, jetzt wird's interessant. Mann, hier gibt's so viel Zeug. Ich schaff das. Oh, hier passiert was. Ganz ruhig, wir schaffen das schon. La 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 la. Ja, ja, flüster mir nur ins Ohr. Flüster mich nur an. Wir müssen uns das hier merken. Da hat es so viel Zeug, das hole ich mir jetzt alles. Alles entspannen. Alles. Es wird ja schon wieder hell. Einfach die Nacht überlebt. Frag mich nicht, wie das ging. Da glitzert was. Auf dieser Insel liegt ein verrotteter Mast. Zieh hinein. Okay, können wir uns das merken? Hier bitte. Den verrotteten Mast. Da gehen wir jetzt gleich nochmal hin. Das ist dann hier. Eigentlich relativ Osten. Wir müssen ja eh in die Richtung. Ich bin so ein Geier. Das ist, oh mein. Oh mein Gott. Okay, I'm out. Sorry. Ich gehe. Was zur Hölle? Weil ich durchdrehe, oder? Was zur Hölle? Ich glaube, weil ich durchdrehe, um Gottes Willen hier. Es ist ja alles kaputt hier schon. Ich hole jetzt mal kurz noch meine Krabbies. Krabbies!
Oh, hallo, was ist denn? Alle nehmen. Die passen hier nicht rein. Komm gleich wieder. Guck mal, ob ich hier noch einen... Ah, krieg ich auch nicht, ne? Ich krieg das ja alles nicht rein. Ich muss mal kurz nach Hause. Ich bin zu gierig. Pack das nicht. So, erstmal nach Hause. Ich bin so richtig am Arsch. Hallo, mir geht's nicht gut. Mir raucht der Schädel. Die Leuchtturmwächterin kommt aus dem dunklen Wald, der die Stadt umgibt. Sie kommt auf die Docks. Sie sieht irgendwie verwirrt aus. Oh, du bist es. Wen hattest du erwartet? Deine Motoren, sie klingen wie, es tut mir leid, ich habe dein Boot mit dem eines alten Freundes verwechselt. Niedergeschlagen dreht sie sich um und geht zum Leuchtturm zurück. Ich hab nichts für dich. Kann ich das verkaufen? Nee, Familienwappen. Ein prächtiges Familienwappen, geschnitzt aus den Kieferknochen eines Wals. Das muss für jemanden wichtig sein. Fischersmann, was fehlt dir? Du siehst angegriffen aus. Sitzt der Nebel dir etwa zu tief? Das ist hier völlig normal und nichts, worüber man sich sorgen muss. Schlaf doch mal. Wie die immer sagen, schlaf endlich mal! So. Ist alles wieder gut. Muss mal die ganzen Sachen hier mal loswerden. Bevor ich hier weiter geier. So, Holz. Yes. Yes. Neuer Rumpf. Dafür habe ich aber, glaube ich, noch vieles nicht. Da fehlt noch eine ganze Menge, Leute. Aber auch das kriegen wir hin. Jetzt aber erst einmal schlafen. Und zwar die komplette Nacht durch. Voll am Ausflippen, so richtig am Escalaten hier. Ich schlafe die Nacht durch. Ich brauche mal Ruhe. So. Jetzt gehen wir mal weg und verkaufen mal den Schmuck und holen mal die Krabbies und so weiter und so fort. Oh, was ist denn das hier? Ein Snipergerät. Dann mache ich mal Krabbies nochmal hier hin. Ich habe hier noch ein Krabby-Netz. Oh. So. Dann holen wir mal hier die Krabbies raus. Alle nehmen. Der hat keinen Platz wieder, oder was? Was mache ich denn mit diesen riesen Waffen? Wer will denn das? Weiß es jemand von euch? Wer will das Wappen? Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Gegenstand. Sonst packe ich das mal ins Lager, weil es nimmt übel viel Platz weg. Händler. Oh, alles in Ordnung. Wegen dieser Gürtelschnalle. Du erzählst ihm, dass du eine Gürtelschnalle mit Gravur an den Händler verkauft hast. Oh, du... Na, oh nun, vielleicht war das nicht seine. Ich sollte mal lieber zu ihm hingehen, bevor sie einschmilzt. Der Mann eilt zum Händler. Um Gottes Willen, es war wirklich die Gürtelschnalle. Um Gottes Willen. Er zieht ein Buch aus, einen Stapel auf seinem Tisch und reicht es dir. Ich hab hier was. Aber was ist dann damit? Ich kann ihm ja gar nichts verkaufen. Oder? Uiuiuiuiui. So, Lager. Ich pack das jetzt mal hier rein. Oh Mann. Oh, da ist wieder Holz. Ach, das kommt immer wieder. Oh. Nice. Okay, ich möchte gerne nochmal da hinten hin. Wo war denn dieses dumme Schiffswrack? War das nicht hier? Oder war das da hinten? War das nicht da hinten? Doch. Oder? Ich glaube, das war da hinten. Nicht sicher. Wisst ihr, wo das war? Im Osten. Aber hier gibt es auch eins. Oder? Ein Bötchen.
ist Konkurrenz. Das geht ja gar nicht. Oh, ein Ring. Also Hauptquest-Gegenstände kann man nicht verkaufen. Das definitiv nicht. Aber... gehen wir nochmal kurz hier hin. Bist denn du? Bist du ein Freund? Du hältst neben einem Anker ein Boot an. An Bord gibt es Lebenszeichen. Noch niemand taucht auf. Rufe. Beinahe augenblicklich öffnet sich die Tür einem schmalen Spalt. Ein paar verzweifelte Augen starren dich an. Wer ist da? Ein Fischer. Was willst du? Ich wollte nur sehen, ob alles gut ist. Sehe ich etwa aus, als würde es mir gut gehen? Nein, es geht mir keineswegs gut. Ich soll dieses Paket nach Kleinmarkt bringen, aber ich werde verfolgt. Ein riesiges Seengeheuer lauert in diesen tiefen Gewässern. Ich habe es selbst gesehen. Es treibt unter mir im Wasser, das riesige Maul direkt unter meinem Boot. Es hätte mein Boot verschlungen. Ich könnte das Paket für dich zum Kleinmarkt bringen. Was würdest du tun? Jo, was ist denn da drin? Ey, eine Bombe? Der Kurier schiebt ein zerflattertes, braunes Päckchen. An einer Stelle tropft dunkle Flüssigkeit heraus. Danke, Fremder. Ich bin mir nicht sicher, was da drin ist, aber manchmal glaube ich, ein leises Flüstern zu hören. Oh mein Gott. Warum nimmst du das nicht auch? Ein weiteres Objekt wird durch die Türöffnung gereicht. Diesmal ist es ein Buch. Mit einem dumpfen Geräusch macht er die Tür zu. Ich mache mich mal auf den Weg. Weiß nicht, ob das so gut ist, sowas anzunehmen. Aber hey. Wieder ein Ring. Die schmeißen die alle hier ihre Eheringe rein. So schlimm ist es doch gar nicht. Okay, wir fahren jetzt ganz schnell und ganz langsam zurück. Nachher gehen wir in den Wosten. Weil in den Wosten habt ihr gesagt, da gibt es definitiv meinen Stuff, den ich wollte. Mit den Waffen musst du noch Inkfeld und auch den Walfänger geben. Okay, also das behalte ich einfach. Ich raste gerade wieder so ein bisschen durch. Außer das ist ganz normal. Mein Sichtfeld verkleinert sich auch immer so ekelhaft hier. Ist gruselig. Ich bin schon weg. Und gone. Ja. Schon echt nicht so geil. Oh. So, hier lässt es mich dann auch in Ruhe. Safe Zone. Ah, genau, die Krabbenbestellung. Hier. Aber ich habe nicht alles für dich. Es fehlt noch die große. Okay, in Ordnung. Komm zurück, wenn du alles hast. Yes. Was steht eigentlich hier? Habe ich da noch mein Stuff? Also auf jeden Fall Holz. War auch nicht viel. Ich dachte, ich habe viel mehr. Und ein bisschen Schrott. Aber das haben wir schon gemacht. Okay, ich sollte schlafen. Und dann gehen wir kurz rüber den Schmuck verkaufen. Und die Krabben kann ich eigentlich auch verkaufen. Und das Paket muss ich wem abgeben? Im Kleinmarkt. Ah genau, die Krabben. Nicht jetzt. Hier, das möchte ich dir schenken. Okay, dann gehen wir mal kurz rüber. Dann will ich aber unbedingt nach Wosten. So, jetzt holen wir mal die Krabbe ab. Alles nehmen. So. Sammle ich auch überall, egal wo ich bin, auch andere Krabben? Und dann gehen wir nach Washington. In den Osten. Voll das süße Dörfchen. So. Hallo, alles in Ordnung? Händler. Da. Und wem gehört das Paket jetzt? Wie läuft dein Tag so? Ich habe ein Paket für dich. Eine Lieferung? Oh, das ist ja ein großes Paket. Lass mich mal sehen. Er nimmt das große Paket, betastet es vorsichtig. Er hält es an sein Ohr und lauscht eine Weile. Er wirkt zufrieden. Vielen Dank, mein Freund, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Er dreht sich um und eilt das Dock hinunter. Okay, ablegen. Wir gehen jetzt in den Wosten.
Das nehme ich noch mit. Brauchen wir. Nochmal. Yes. Wahrscheinlich immer noch nicht genug Platz. War das hier? Wo war denn das? War das nicht... Oder war das im Westen? Wo war denn das, Leute? War das hier? Voll die Orientierung verloren, Mensch. Oder da hinten? Da ist es doch. There it is. Nee, da ist der Typ. Hä, wo war denn das? Im Osten, sagt ihr. Echt so weit weg? Aber da ist ja nur dieser tote Typ. Echt so weit weg? Oder ist es da vorne, gell? Boost, 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 boost. Uiuiuiuiuiui. Nee, da ist es gar nicht. Ah, verdammt. Ja, dann sind wir jetzt am Arsch. Ich find's nicht mehr. Ich glaube, ich suche es jetzt auch nicht gezielt. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Delfine, rettet mich! Rettet mich! Ihr müsst mich retten, schnell! Oh Gott, Hilfe, ich muss ganz schnell zurück. I got a bad feeling. Oh Gott. Ist es da? Ich muss es haben, ich kann es nicht haben. Ich muss ganz schnell nach Hause. Uiuiuiuiui. Okay, wir suchen es jetzt nicht gezielt. Wir werden es schon wieder finden. Und sie haben es nie wieder gefunden. Ah! So. Und ich hätte gern... Ich kann ja eigentlich noch ein Licht nehmen, gell? Dann ist ja mein Licht auch schnell, auch heller. Was geht da so? Ja, komm. Alle nehmen. So, ich bin wieder da. Bäm. Die Mission für diese toten Typen ist zeitlich befristet. Sie läuft nach einigen Tagen ab. Man sollte nicht zu viel Zeit... Ah, okay. Dann muss ich das jetzt gleich mal machen. Ja, hab ich. Aber der wollte doch eine... Hier, der Fischhändler wickelt die Krabbe ein und gibt sie ein wenig Geld. Die sollten reichen. Ich habe eine letzte Bitte. Wie du gesehen hast, können einige Fischarten hier seltsame Deformationen ausbilden. Was denkst du, was mit einem Menschen geschieht, der das Fleisch dieser Fische verzehrt? Man wird krank? Nun, wahrscheinlich, aber ich will sicher sein. Bringe mir einen mutierten Fisch, irgendeinen, aber das muss unter uns bleiben. Ida will das essen. Oh Gott, du bist ja krank. Ach guck mal, da kann man noch mehr solche Dinger holen bei ihm. Okay. Schiffsbauerin. Ich glaube, es ist Zeit für eine zweite Lampe. Wow, nice. Genau davon rede ich. Ja. Einbauen. Dann packe ich die ins Lager. So, und dann gucken wir mal, ob wir hier im Dock... Gibt es hier noch... Ah, Holz, genau. Holz brauche ich ja. Das ist gut. Und dann müssten wir mal gucken, dass wir so eine kleine blaue Makrele für den holen. Ach, guck mal, dieses Metallding, das kann ich doch bei der einkaufen. Aber für diese... Ich brauche ja aber dann das hier. Ah, das kann ich ja einbauen. Ja, nice. Easy, let's go. Wie habe ich denn das nicht bemerken können? So, jetzt kann ich auch die Makrele holen. Dann schlafen wir mal. Und hoffen, dass es nicht zu spät ist, für den die Makrele zu holen. Das Spiel ist super geil. Am inner Suchtpotenzial right now. Am inner Suchtsituation. So, der war da hinten. Gibt es hier diese Makrelen-Dingens? Küstennähe. Probieren wir es mal, ob es eine ist. Ich bin mir nicht sicher. Eine blaue Makrele. Dann auf zu denen. Schnell, schnell. Husch, husch.
Und den Hai nehme auch gleich mit. Schwabbeldi-Babbel. Der chillt da hinten. Und dann müsste ich eigentlich fast nochmal in das andere Dorf rein. Wo waren das? Staubiger Dingensbummens. Da muss ich ganz nochmal runter in die Stadt, weil dann müsste ich mir dieses Metallding da holen. Oh, das Spiel macht so Spaß. Das in einem 24-Stunden-Stream spielen. Easy. Echt. Muss ich mal noch ein bisschen weiter hier. Ah gut, er ist noch da. Ist er noch da? Ja, er ist noch da. Bupp. Und bupp. Hey, bra, I got something for ya. So, hier. Mit gekonntem Griff stößt sie die Hand in die Speiseröhre des Fisches und reißt ihm das Herz heraus. Sie stopft es sich kurzerhand in den Mund. Mehr, immer noch leer. Sie zeigt auf ein Bild auf einer zweiten Schriftrolle. Dieses sieht aus wie eine Tiger-Makrele. Wo kriege ich denn das hin? Wo kriege ich eine Tiger-Makrele her? Hab ich ja noch nie gesehen hier. Vielleicht da hinten. Wo ist die Tiger-Makrele in der Haus? Das ist ja wieder nur Hai-Zeugs. Hai. Da hinten vielleicht. Die Fische werden ja schlecht, gell? Die kann man sich nicht ansparen einfach. Ja, und nehmen wir uns einen Ali. Da hinten? Das sieht alles so spannend aus. Verdammt. Keine Ahnung, wo kriegen diese Tiger-Ding her? Guck mal nochmal hier rum. Im Umfeld auf der Karte nicht. Wo es die gab. Da, das sieht doch noch Tiger-Makrele aus, oder? Küstennähe. Wie soll denn das sein? Das war bestimmt eine Tigerli. Immer da hinten hin, da hat es glaube ich noch ein paar Teile, die ich einsammeln kann hier. Ja, Stoff, sehr gut. Genau, was ich brauche. Oh, super. Dann muss der Aal aber da wahrscheinlich jetzt nochmal drunter leiden, weil ich, das ist jetzt wichtiger. Sorry, Aal. Lass wieder zurück, falls du noch Leben hast. Oh, da hinten ist wieder irgendwas Komisches. Oh, ist ja auch schon voll spät. Sind das mehrere Boote, die mich hier handeln? Wieso habe ich denn schon wieder meine Zeit verpasst? Also, das jibbelt ja nicht. Ich mal wieder. Mal an. Danke für die ganzen Subs, die Süßis. Die lese ich gleich alle vor. Fischerhändler. Du kriegst einmal den und einmal den und dann lässt du mich bitte in Ruhe und dann gehen wir mal hier hin. Dann packen wir einmal den Stuff hier rein. So. Hier auch nochmal. Dann fehlt nur noch ein Holz und dieses dumme Metallding. Und dann kann ich mir das machen. Und dann brauche ich noch ein bisschen Money. Hat sie eigentlich hier noch was Neues? Das habe ich ja alles schon. Ja. Dann gehen wir schlafen. Dann würde ich fast gucken, ob ich dieses Metalldings mal abkrieg. Indem ich es von dieser einen da abkaufe. Da gucke ich aber erst, dass ich jetzt hier mal die Kohle habe. Obwohl, eigentlich ist es egal. Ist ja so wenig noch. So, wo ist denn die Karte? Ich muss jetzt einfach nur hier runterfahren. Das mache ich jetzt. Ich hole jetzt dieses metallernde Ding und hole mir da noch Fische in der Nähe.
Hat's noch Metall oder was hat's da noch? Na, ja, Stoff. Holen wir mal alles nochmal mit. Detsch. Detsch, plätsch. Okay. So, let's get ready to rumble. Woo! Das ist auch fishy. Ah, da ist doch das Wrack, oder? Nee, da war ich vorhin schon. Bin falsch, muss da lang. Verdammt. Ganz schön da lang. Wie gleich die Panik kommt, wenn ich das mache. Panik! Was ist das? Für mich nicht ersichtlich. Kann ich mir nicht holen. Warum kann ich das nicht holen? So, und bäm. Hier war auch nichts, aber da hinten ist die Stadt. Da blubbert aber was. Sind das Special-Fische? Nee, Stuff. Oh, ein Ring. Lass ich mir hier nicht Nein sagen hier, ne? Oh, wieder eine Kette. Oh Mann! Da will ich hin, da ist doch was. I can see it. Du siehst ein Wrack oben. Der Rumpf kommt dir bekannt vor. Sieht fast genauso aus wie das Schiff, das du vom Bürgermeister bekommen hast. Du machst neben dem alten Frau. Oh, sieh die Kajüte an. Du bist in der Kajüte. Durchsuche die Schränke und Schubladen. Die Schränke wurden komplett ausgeräumt. Sämtliche Schubladen fehlen. Ziehe nach dem losen Bodenbett. Es ist nicht mal, es gibt nicht mal Bretter. Zieh dir die elektrische Ausrüstung an. Die Elektrizität ist noch vorhanden. Oh, eine Notiz gefunden. Oh, Leute. Warte mal. Wir prüfen den Frachtraum. Oho. Das brauche ich ja nicht, aber ich nehme trotzdem mal alles mit. Was fällt euch auf, Leute? Der Bürgermeister opfert uns einfach alle die ganze Zeit, damit wir die Kacke für ihn machen. Und ihm ist es komplett egal, ob wir dabei alle draufgehen. That's the ticket. That's the deal. Genauso ist es. Es juckt ihn nicht. Weil es ist das gleiche Fischerboot, was er uns gegeben hat. Also ich gehe mal davon aus. Ich schlafe jetzt mal eine Runde. Und dann tun wir hier weiter fischen. Am Morgen. Und gucken, dass wir hier mal ein paar Sachen klar machen. Kann es sein? Mein Lager? Ja, das packt man auch ins Lager. Das packt man auch ins Lager. Aber das geht gar nichts, mein Zeug. Und das auch. Und dann schlafen wir mal. Dann lasse ich sie gleich mal meine Kajüte reparieren. Und guck mal, dass ich jetzt parallel noch ein paar Fische sammle. Die ich ihr auch gleich verkaufen kann. Und die sind 100 Pro da drin, die Aale. Oh. Ist das vielleicht dieser Tigerfisch, den der wollte? Ja, eine Tigermakrele. Nice. Okay. Hole ich gleich mal ein paar. Oh, ich habe eine mutierte. Okay, nice. Das heißt, ich sollte aber auch relativ schnell zu dem Toten gehen. Weil wer weiß, wie lange die noch da sind. Oder der. Oh, was ist denn das? Ach, das ist wieder dieser komische Fisch. Oh, ist wieder was Neues. Ich lese die ganze Zeit Künstlername. Verdammt, ich habe keinen Platz für dich, Rudi. Oh Mann. Wenn ich den hier hinstopfe? Nee.
Okay, ich lasse mir erstmal von der hier was reparieren. Hey, Girl. So, erstmal mein Schwimmdock. Ich habe noch kein Holz. Du darfst das hier mal reparieren. Und ich würde dir gerne mal Fisch verkaufen. Einmal den. Oh, halt, den wollte ich ins Lager packen. So. Eine behalten wir. Und dann würde ich fast schon sagen, weil ich hier echt noch nicht genug Geld habe, dass ich tatsächlich echt nochmal zurückgehe. Weil ich eigentlich gerne diesen Tod, die Mission von diesem Tod machen möchte. Bedeutet, ich fahre jetzt volle Base dahin. Um hier direkt zu dem zu kommen. Let's go. Wer durchdreht? Ist der nicht auch gleich hier? Da ist der doch, glaube ich. Und dann, kann man auch irgendwann demnächst mal nach, ich glaube, Südosten gehen oder so? War das, glaube ich? Weil da wollte ja auch mal jemand, dass ich jetzt die Sachen finde. Die eigentlichen Gesuchten. Also die Sachen, die weggeströmt sind für die Hauptmission wahrscheinlich. Nehme mir trotzdem mal ein paar Fischis mit. Einfach, damit ich hier so ein bisschen mehr zu verkaufen habe. Das ist so eklig. Warum sehen die denn so gruselig aus? Was soll denn das? Sind wir bei Simpsons? Sind zu viel bei Montgomery Burns gechillt? So, Fischbestände leer. Der chillt doch hier, oder? Dead Boy. Jetzt kann ich gleich hier direkt. Okay, ich muss kurz hier chillen, leider. Ich muss noch mehr durchdrehen. So. Schlafen. Schlafenszeit. Wie süß ich hier immer ruhe. Okay. Und ablegen. Zählt das jetzt noch als Nacht? Oh nein, ich hasse es. I hate it. Da, ich bin vorbeigefahren an dem. So, jetzt ist hell. Jetzt passiert nichts mehr. Ich komme! Ich habe eine Tiger-Garnele für dich und ich hoffe, es reicht jetzt mal. Oder so ein Tigerfisch, egal. Take it! Just take it! So cool dieser Wetterumschwung immer. Ich liebe es. So, mein Freund, ich habe hier was für dich. Immer noch leer. War das die? Die Tiger, genau. Wieder reißt er den Fisch. Wieder reißt sie den Fisch brutal das Herz raus. Beinahe gestillt. Sie zeigt auf das Bild. Schlangenmakrele. Wo finde ich denn das? Du bist ganz schön gierig. Hasse es. Unsympathisch. So, dann gehe ich jetzt mal wieder zu ihr zurück. Verkauft er einfach alles. Ah, nee. Moment, ich wollte noch zum Fischer und dem diese Anomalie geben. Now we talking. Bevor ich das vergesse, tuckern wir da nochmal schnell hin. Den Scheinwerfer geupgradet. Ich hab den, ja. Wenn das reicht, dann ist der geupgradet. Stimmt, den habe ich noch gar nicht angemacht. Den Scheinwerfer. Wie sieht denn der eigentlich aus? Ja, schon ein bisschen heller. Und den Schmuck kann ich hier auch mal verkaufen.
Und dann gehen wir rüber zu der und dann hole ich mir das Metallteil und ich glaube noch ein Holz oder so. Irgendwas brauche ich noch. So witzig, wie Schiss ich am Anfang hatte, hier rauszugehen. Jetzt ist es ganz selbstverständlich. Händler. Mehr habe ich nicht. Voll die Verarsche. Und meine Krabbies gehen doch bestimmt wieder steil. Da vorne blubbert es doch schon wieder. Kann es sein, dass ich die immer wieder einfangen muss und woanders auslegen muss? Alle nehmen. Ich nehme es jetzt mal wieder. Einsammeln. Und das sammle ich jetzt auch mal ein. Da passiert nichts mehr. Ich glaube, ich muss immer wieder neue Bereiche packen. Einsammeln. So. Why not? Ja. So. Wollte mal ein bisschen eher Feierabend. Konntest du einen Mutanten fangen? Vergiss nicht, jeder dieser Anomalienfische ist geeignet. Ich glaube, sie sind letztendlich was? Hier, ich gebe dir den, obwohl ich eigentlich gar nicht will. Ach so, der Fischhändler nimmt den mutierten Fisch von dir entgegen. Er presst ihn gegen die Brust und drückt das schleimige Ding fest zu sich. Ja, der sollte sich gut eignen. Hier dein Lohn. Und warum nimmst du die nicht auch gleich? Für mich sind sie ohne Nutz. Okay. Oh, Schrott. Ja, nehme ich. Hm, hörst du das? Es klingt wie leises Gewisper. Du lauschst. Stille. In der Stille des Raums beginnt die Hand des Fischers zu zittern. Sein Gesicht verzerrt sich vor Angst. Bitte, verkaufe, was nötig ist und dann geh. Ich muss mich um diese Kreatur kümmern. Schnell jetzt. Irgendwie machst du mir Angst, Homie. Ich weiß ja nicht, was mit dir los ist, aber... Hier, ganz viel Fisch für dich. Fish and Fries. Die Tür des Fischhändlers knallt hinter dir zu. Du hörst, wie ein großer Metallriegel vorgeschoben wird. Oh, so den kann ich jetzt nicht mehr. Oh, was macht der denn jetzt? Sorry fürs Interrupten, aber irgendwie bist du gruselig. Was ist denn das hier eigentlich? Ein seltsam aussehendes Ding könnte zur Entwicklung einer neuen Ausrüstung dienen, müsste aber zuerst am Dock untersucht werden. Dann untersuch mal. Wie mache ich das? Oder brauche ich das hier erst später? Zur Fracht. Wisst ihr, wie ich das... Das ist die Forschung am Anfang. Die Forschung? Ah, hier. Informiere dich über die technischen Daten, bevor du ein Gerät kaufst. Nach dem Einbau gibt es keine Rückerstattung. Hier, aber das kann ich nicht machen. Das Zahnrad anklicken. Ach so, das meinst du. Ja, die, das Lenkrad. Ah, das hier meinst du. Ah, da war ich ja noch gar nicht drin. Ah, okay. Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Was ist denn das? Fischart, vulkanisch. Oh, was ist denn besser? Mangrovenküste oder vulkanische Flachwasser? Oder was ist das hier? Das braucht nur eins. Soll ich jetzt, was soll ich nehmen? Vulkanisch oder Mangroven? Hm, das ist jetzt eine gute Frage. Motoren gibt's ja auch noch, gell? Oh, Körbe gibt's noch, Netze gibt's noch. Okay, dann machen wir Motoren auf jeden Fall. Warum kann ich das nicht einsetzen? Investieren. Muss ich da jetzt eins rein investieren? Und das, jetzt habe ich ja nur noch eins. Okay, aber ich glaube, wir wissen, wo wir hinwollen. Okay, ablegen. Ich gehe jetzt nochmal zu... Ah, nee, das schaffe ich nicht mehr. Ich muss nochmal schlafen. Kann ich den blöden Fischer hier auch nichts verkaufen? Jetzt ist es hier voll uninteressant geworden. Okay, schlafen. Bis zum Morgengrauen. Und dann gehen wir zur anderen Fischerin, holen uns das Metallding und machen die Kajüte klar. That's the deal, my friends. Ablegen. Yes. Genau dahin.
jetzt noch so viel nicht erforscht. Da vorne sprudelt es wieder auffällig. Was ist da los? Wir gehen ja richtig ab hier. Ich komme mal mit dazu. Ich mach mal ein bisschen mit hier in der Party. Gibt's von jedem Fisch immer nur eine Anomalie oder gibt's mehrere? Wisst ihr das? So. Mal so, schau mal im Buch. Okay. Ich werde auf jeden Fall das neue Zelda spielen. Ich habe mir schon freigenommen. Also das heißt frei. Ich habe das schon extra 3 Tage geblockt, dass wir das dann richtig grinden, meine Leute. Ich habe so wenig Platz. Ich will mehr Platz haben. Ein Schwertfisch. Ich glaube, dafür habe ich nicht genug Platz. Ich könnte sonst aber mal mir den merken und hier auch mal die Krabben gleich mal auslegen und den holen. So. Körbchen, ja. Und dann... Achso, ist zu... Hier müsste das doch gehen. So. Warum kann ich es hier nicht ablegen? Wenige. Viele. Wieso kann ich das hier nicht ablegen? Bringe deinen Krabbenkorb, der sich mit der Zeit ohne deine Zunft... fehlendes Objekt? Ich habe die doch eingesammelt hier. Benötigt Reparatur. Kann sie das reparieren? Stimmt. Ja, repariert meine Körbe. Oh, es ist teuer. Okay, bin repariert. Kauf meine Fische. Kauf meinen Scheiß. Schmatz, Schmatz, Schleim, Schleim. So, hier jetzt viele. Dann hauen wir den noch gleich mal raus. Upp. Das machen wir gleich nochmal. Hier. Und dann hole ich mir noch schnell den Schwerti. Wo war der Schwerti? Schwerti, bist du verschwunden? Hey, Schwerti. Der hat sich einfach verpieselt. Ah, da ist er doch, glaube ich. Hey, jetzt ist er weg. Du Schwein. Aber dann hole ich mir jetzt mal den Aal aus der Ritze da hinten. Sounds stupid. Ist es auch. Oh, was leuchtet denn da hinten so? What is it? Hau ab! Was ist denn das da hinten? Oh? Oh, da komme ich gar nicht hin. Hä, wie komme ich denn da hin? Oh Mann, so ein Mist. Wie komme ich denn da hin? Ein alter Mann taucht aus einem der verfallenen Gebäude. Oh, sei gegrüßt. Ich komme hier nicht oft Besuch. Was ist dein Begehr? Hier scheint es nicht sicher zu sein. Warum lebst du hier? Oh je, ich habe hier lange ausgehalten, um ehrlich zu sein. Habe ich meine Situation neu überdacht? Ich war hier so lange glücklich. Meine Frau und ich hatten ein wunderbares Leben bis zum Zusammenbruch. Jetzt bin ich allein und abgeschnitten durch Wasser und Land. Ich könnte dir helfen. Ach, so einfach ist das nicht. Mein Bruder würde niemals... Ich habe früher mit meinem Bruder in Unfall gelebt. Damals war er Walfänger. Ach, den muss ich dazwischen geben. Es lief nicht gut. Wir haben uns oft gestritten, vor allem um das Erbe unserer Eltern.
Als meine Frau und ich beschlossen, hierher zu ziehen, nahm ich das Familienwappen einfach mit. Ich habe es ihm gestohlen und jetzt nach all der Zeit kann ich es nicht zurückbekommen. Wo ist es? Das ist das Problem. Nach dem Zusammenbruch hat diese Kreatur den Schutt der Häuser in ihrem Bau gezerrt. Es ist aussichtslos. Ich suche danach. Ich hab's doch schon in meinem Lager. So, Brudi. Hermit, hallo. Hier ist das Wappen. Du hast es gefunden. Das hätte ich niemals geglaubt. Was für ein wunderschöner Anblick. Aber nun muss ich dich um einen weiteren Gefallen bitten. Es war so klar. Würdest du das meinem Bruder in Unfeld bringen? Sag ihm, dass es seinem Bruder leid tut und dass ich gern nach Hause kommen würde. Was ist unnötig? Ich fisch nochmal ab. Ich will da rüber. Arriba! Gucken, ob ich hier einen Aal finde. Ali. Ali. Ui, I don't like it. Komm, ich bin hier irgendwo in Sicherheit. Es kann ja wohl nicht sein, dass ich hier durchdrehe. Oh. Da sind normale Fischis. Sage ich aber auch nicht nein, wenn ihr hier abends chillt. Was macht ihr denn hier, ihr Süßen? Da ist wieder Glitzer, Glitzer. Ein Haufen loser Trümmer. In den Lücken zwischen den Felsen sieht man etwas, was groß aussieht wie große weiße Zähne. Was? Wo sind die Fische? Ja, den will ich haben. Nice. Wo hat's ein Aal? Na, habe ich genug Stoff, oder? Wohl, komm. Man kann nie genug Stoff haben. Nochmal. Das Gute ist, wenn ich angel, habe ich einfach so das Gefühl, als würde mir nichts passieren. Ist wieder hell. Wunderschön. Und ich bin voll am Ausflippen. Hier hat's Anomalien. Da gehe ich gleich hin. Erstmal gucken, wie komme ich denn hier wieder ins Dorf? Hier rum, oder? Ja. Ah, mir geht's auch schon gleich wieder besser. Schee. Hier vibriert's. Ah, okay. Dann gehe ich kurz hier die Sachen verkaufen. Und dann gehe ich da nochmal rein. In den Grind. Wieso vibriere ich denn? Boah, was ist denn da alles gekommen? Was zur Hölle höre ich? Hört ihr das? Ich liebe das Geräusch des Regens. Ich weiß nicht, ob du es gerade auch gehört hast, aber... Ich muss sagen, meins ist es nicht. Was ist das? Ein Säckchen. Dafür kommst du uns sicher einen guten Preis. Ja, dann mal ab ins Lager damit. Und das auch. Kannst du bitte... Was ist denn das für ein Geräusch? Ist das, weil ich durchdrehe? So, wir holen mal unsere Krabbies ab. Alle einsammeln. Das kann ich dann auch 2 Tage noch verbleibend. Das nehmen wir auch mal mit. Auch alle mitnehmen. Kann ich dir das auch verkaufen? Ja, oder? Weil dann gehe ich da nochmal rein. Dann hole ich mir die Aale. Und dann machen wir auf jeden Fall danach mal ein bisschen Hauptmission. Und ich würde so gerne mal mehr Platz haben. Da ist auf jeden Fall viel Stuff. Fische und Zeugs. Was ist das denn? Das scheint special zu sein. Ah, nice. Da kann ich mir gleich mein Riesending holen. Oh, das hat alles nie gesagt. Mein, oh, da ist wieder was. Ein haufenloser Trümmer.
Da drin ist was. Ah, da ist... Kann es sein, dass ich mal irgendwie eine Bombe kriege oder sowas, wo ich das wegspringen kann? Weil da ist ja genau dieses Metallding drin, was ich brauche. Das habe ich gesehen. Nein, bitte nicht. Wow, was ist denn das hier? So, den hole ich mir. Und den hole ich mir gleich wieder. Und gleich nochmal. Ih, die sehen so eklig aus, diese mutierten Dinger. Warum ist denn das so? Das ist ja furchtbar. Was war denn das gerade? Bitte? Haben Sie das gesehen? Ich wurde angegriffen. Ich will da rein. Das war eine Seeschlange. Kann ich mir die auch holen? Wo sind denn jetzt die Aale? Aale. Ich habe gehört, ihr seid nachts in Spalten drin. Ich bin auch da. Seid doch nicht so schüchtern. Ihr kleinen Kacker. Ich finde hier leider nichts. No Aalis. War das nicht hier? Oh, da hinten kommt ein Psychoboot. Ich gehe. Ich hab's verstanden. Ich schlaf mal. Ja, bekommst du die Bombe, wenn du das Familienwappen abgibst. Dann machen wir das jetzt. Bitte reparieren Sie. Was? Wir haben deaktiviert. Aufbauen. Hä? Holy shit, was? Was ist jetzt passiert? Es kommt doch hier hin, oder? War da was anderes? Nee. So, und jetzt möchte ich das gerne... Warum kann ich das nicht reparieren? Hm? Oder muss ich das hier machen? Ah, weil ich das hier machen muss. Ah, dachte gerade, weird. Oh, wir haben hier einen besseren. Okay. Aber jetzt gehen wir erstmal hier drauf. Jetzt kann ich mir das ja freischalten. Wo habe ich denn mein eines eingesetzt? Hier, gell? Ich habe doch eins. Dann kann ich das hier nicht einsetzen. Hallo. Oder muss ich das hier investieren? Oder warum geht das denn hier jetzt nicht? Ich habe doch eins reingepackt, Leute. Ach, es waren Motoren, ne? Um Himmels Willen, es waren Motoren. So, zu verkaufen. Luxusmotor. Dann zeig mal, was du hast. Ein Luxusmotor, den ich mir nicht leisten kann. Zwei Stück wären nice. Zwei davon. Das ist mein nächstes Ziel. Jetzt gehe ich schlafen. Dann gehen wir das Wappen abgeben. Weil dann kann ich das auch endlich ausbauen. Wo ist denn, Leute, wo... Wo ist denn dieses Wappen, von dem wir hier reden? Also nehmen. Wohin muss denn das Wappen? So. Wo ist Unfall? Sagen wir es mal so. Wo ist Unfall? Nicht Unfall, sondern... Ah, warte, sie hat auch eine Quest für mich. Sehe ich gerade erst jetzt. Lass mich nochmal andocken, bitte. Hallo, willst du ein bisschen plaudern? Brauchst du vielleicht Hilfe, Unterstützung? Sehr gern. Ich habe Aufzeichnungen darüber gesammelt, wo sich welche Fischarten aufhalten. Die meisten konnte ich auf meinen Reisen finden. Großartig. Die Fische, die mir noch fehlen, heißen Riemenfisch, Pelikan, Aal, Riesentier, Tiger, Salmler und Quastenflosser. Ich weiß schon ein wenig über diese Arten. Was willst du wissen? Okay, die werde ich ja nie finden. Ja, warte, sie hat noch was gefragt.
Wegen dieser seltsamen Fische, die ich für dich fangen soll. Was willst du wissen? Eigentlich nichts. Ich will nur kurz in mein Lager. Und mein Wappen rausholen. Weil ich das eigentlich jetzt gar nicht machen muss, oder? Ich habe ja schon einen Riesenmotor, sehe ich gerade. Guck mal, ich habe einen bekommen. Dann kann ich ja jetzt einen ausbauen lassen von ihr noch kurz. So, Werft. Dann kann ich ja den ausbauen, weil der ist langsamer. Ne, der ist langsamer. Ausbauen. Ne, es geht gar nicht, ne? Ne, Schwachsinn. Lass es. Weil ich muss ja zwei haben. Ich kann ja nicht noch einen Motor einbauen. Ich habe ja keinen Motorplatz mehr. Das ist ja das Blöde. Okay, wo ist denn jetzt dieses Unfeld-Dingsbums? Steinbecken, Windrang oder Teufelsgrand? Wo ist es? Ich fahre jetzt eh erstmal in die Mitte, weil von dort aus haben wir es auf jeden Fall einfacher. Dann gehen wir das Wappen, kommen zurück, machen die Bombe. Holen somit das letzte Ding fürs Schiffwrack. Oh mein Gott. Habe ich eine Bombe? Wahl. Beim X... Das Unfall ist gleich links von dir gewesen. Hier. Oder meinst du das Dorf? Ist es hier? Das wäre ja easy. Steht doch da, Unfall. Ach, witzig. Jo, habe ich gesehen. Ich wollte euch nur testen. So, wer will das Wappen? Da, der. Oh Gott, das habe ich nicht mehr gesehen seit... Also, hat er tatsächlich genommen? Ich wusste es. Es tut deinem Bruder leid. Ich weiß nicht, ob... Ich habe mich ziemlich aufgeführt, als er ging. Na gut, in Ordnung. Er kann in meiner alten Werkstatt wohnen, wenigstens vorerst. In der Zwischenzeit könntest du vielleicht etwas für mich tun. Ich habe versucht, in der Fahrrinne zwischen den Klippen Trümmer zu beseitigen, um so eine Abkürzung zu schaffen. Mit Sprengstoff. Ich konnte eine Sprengstoffladung platzieren, aber die Klippen erschienen mir besonders instabil zu sein. Du müsstest nur hinfahren und sie zünden. Noch etwas? Okay, das weiß ich. Geil! Ciao, Brody! Hahaha! Wo finde ich das? Ach, ich muss es wahrscheinlich einfach machen, indem ich drauf drücke. Dann will ich nämlich erstmal bei dem Brudi hier das wegsprengen, weil das nervt mich auch extrem hier. Kann ich das hier wegsprengen? Ein haufenloser Trümmer. Warum kann ich das nicht wegsprengen? Inszenieren. Habe ich hier nicht irgendwo eine Bombe? Oder muss ich jetzt wirklich diesen einen Durchgang nur durchknödeln? Nein. Oh Mann, wie nervig. Ach, der Kackwind. Wo ist denn dieser Mist? Hier. Ah ja. Dein Schiff ist vollkommen zertrümmert. Jetzt ein Spielstand laden. Meine Güte, ey. Wie mache ich denn das? Freunde und Freundinnen. So, wo sagtest du? Fahre durch die Felsburgen und wende dich nach Südosten. Folge dem Kanal und du wirst auf der rechten Seite die gelben Flaggen sehen. Ah, da war ich doch gerade, Mann. Dann wurde ich elendig zerstört. Erstmal ist ich gestorben. Ist halt so. Okay, Speedrun. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Der Wind versucht uns die ganze Zeit hier wegzuknödeln. So, wir gehen jetzt straight hier lang. Und direkt dahin. Let's go. Das war die dumme Schlange. Ja! Zünde die Lunte! Yes! Genau, und jetzt muss ich schnell zum Walfänger gehen, bevor diese dumme... Kann ich das ja auch zerstören? Nutze Sprengstoffladung. Vielleicht kannst du dir beim Walfänger... Ah, okay, gut, ich habe keine mehr, deswegen. Die gibt er mir jetzt bestimmt. Dann spreng ich das nämlich alles auf. Weil da hinten ist nochmal so ein...
roter Strahl, da muss ich hin für die Hauptquest. Weg hier! Oh, da gibt's eine Anomalie. Nochmal. Ich will die Anomalie! Schweine. Ich komme! Es war klar, dass jetzt hier ein dummer Wirbelsturm von mir erscheinen muss. So. Du hast es geschafft. Wir haben die Explosion bis hierher gehört. Gott, dieses Echo. Hier ist alles bereit. Geh bitte und sag meinem Bruder, dass er nach Hause kommen soll. Ich schlafe jetzt erstmal. Mann, der ist eine kleine Bootsfahrt da um die Ecke. Sag's ihm doch selber. Ablegen. Ablegen. So. Tucker, tucker, tucker. Ich will jetzt Sprengstoff. Das ist alles, was ich will. Und gib mir den Sprengstoff. Hermit. Hallo, was kann ich für dich tun? Dein Bruder? Weißt du, wie ich die Trümmer hier wegschaffen kann? Du wirst wahrscheinlich Sprengstoffladungen für diese Felsen brauchen. Mein Bruder in Unfell hat früher welche hergestellt für den... für den Walfang. Er hat zugestimmt. Da fällt mir ein Riesenstein von der Brust. Ihr habt da echt viel zu lange gewartet. Der schon so lang dort liegt. Nun gut, ich habe gepackt und bin abreisefertig. Jetzt muss ich den in meinen Koffer packen. Sorry, ich habe hier zu viel Fische. Verdammt, ich kann den Dude nicht transportieren. Jetzt muss ich meine Fische weggeben an Hermit. Hermit, I can't. Oh my gosh. Okay, okay. Ja, Mann, zurück ins Wasser mit dir. Viel Spaß. Enjoy your life. So, neben den stinkenden Fischen. So. Und dann will ich die Dinger alle zerbomben. Die Fische werden schlecht, verkauf sie. Mach ich gleich. Muss jetzt erstmal ihn wieder zu seinem Homie bringen. Nun, da wären wir. Der Hermit zieht den alten Walfänger, der am Dock steht und auf ihn wartet. Kleiner Bruder, du bist wieder zu Hause. Es tut mir leid, ich war dumm. Das waren wir beide. Komm her. Die beiden Brüder gehen gemeinsam das Dock hinunter. Einer von beiden zögert kurz und wendet sich dann zu dir. O Fremder, solltest du noch mehr Trümmer finden, die beseitigt werden müssen? Ich stelle gerade weitere Sprengladung her. Komm einfach zum alten Walfangstation. Oh, Sprengladungen. Geil. Ich hoffe, du hast Verwendung dafür, wann immer du sie benötigst. Ja, gib her. Yes. Kann ich die alle nehmen? Oder bin ich zu gierig? Weil die kann ich auch in mein Lager packen. Ich nehme die jetzt alle und pack die in mein Lager. So, komplette Ausbeute eines alten Mannes. So, dann gehen wir kurz die Fische verkaufen. Und dann machen wir den Stuff weg. Kein Platz, super. So, ich habe was für dich. Frisch aus dem Fischi-Markt. Und jetzt sprenge ich alles in die Luft. So, reparier bitte nochmal meine Werft. Und schau, ich habe schon wieder kein Geld, ne? Wie viel hat die... Ah, das hat Geld gekostet, oder? Ich habe gar nicht auf mein Geld geachtet. Och, mon Dieu. Ich war zu gierig. Egal. Brauch's ja gar nicht mehr. Weil da drin ist ja das, was ich brauche. Okay, dann zerballern wir das mal hier. Bäm. Ja, benutze Sprengladung. Puff. Zerbröselt. Ohrringchen. Was ist das? Eine Spielbox. Die ist bestimmt für eine Quest. Die werde ich nicht verkaufen. Oh, oh, under pressure. Oh, die ist ja riesig.
Ah, das wollte er doch haben. Ein Relikt. Das war das Relikt, Mann. Geil. Fahr kurz zurück. Und cruise mein Lager. Ich bin gerade extrem süchtig geworden. Ich kann nicht aufhören. Mein Lager. Das ist auf jeden Fall mal ins Lager. Und dann... gehe ich mal kurz meine Dinger hier leeren. Alle nehmen. Reparatur benötigt. Dann nehme ich das jetzt mit. Einsammeln. Und das hier auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier jetzt wieder keinen Platz hat. Blöde Krabby. Krabby Crab. Obwohl doch. Alles nehmen und einsammeln. So. Dann verkaufen, schlafen, wegspringen. Und dann fehlt uns, glaube ich, nur noch ein Holzstück. So, Fischmarkt hier und hier. Und dann gehen wir kurz rüber zur Werft und lassen... Ja, die brauchen wir jetzt nicht. Packe ich jetzt mal kurz ins Lager und dann gehen wir schlafen. Sleep. Immer um 6 Uhr morgens aufstehen. Aber gut, wenn er jetzt pennen geht, hat er echt genug Schlaf gehabt. So, tschüss. Dann gehe ich jetzt Sachen sprengen. Vielleicht kann ich diese blöde Schlange auch mal wegsprengen. Die geht mir übel auf die Nüsse. Das kann ich wegsprengen. Da ist es doch. Exactly. Now, that's what I'm talking about. Uff. Zerbröselt. Aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo dagegen stößen. Ja, das ist genau das, was ich wollte. Und deswegen ist es hier auch so schwer. Super. Dann kann ich das hier vorne eigentlich auch wegsprengen. Gibt es noch was zu sprengen sonst? Puff. Zerbröselt. Da ist noch irgendwas am Blubbern. Oh, da bin ich ja gar nicht reingegangen. Hallo. Ein Ring. Ein ganz schlechter Ring. Deswegen ist es hier so easy. Oh, gar nicht mal so schlecht. Ich hätte gern noch ein bisschen Stuff. Ein bisschen Müll. Ah, da kann man noch mehr sprengen. Habe ich noch Sprengung dabei? Nee. Kann noch mehr sprengen. Da hinten ist auch noch was. Ich kann hier alles wegsprengen. Ich sollte vielleicht mal alles wegsprengen. Brauche ich die Sprengung noch oder kann ich die hier wirklich verwenden? Oder ist es unnötig, das zu machen? Hier hat es noch was. Das geh weg! Lass mich in Ruhe. Oh, hier ist ja das Paradise. Da ist doch das Paradise. Da war ich doch. Gib mir bitte Holz. Nicht Stoff. Ich brauche Holz. Holz, 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 Holz. Bitte gib mir Holz. Holz. Bitte? Bist du's? Nur Schrott. Ich brauche Holz. Kann doch nicht sein, dass hier alles ist, außer das, was ich brauche. Verdammt. Da habe ich keinen Platz mehr. Muss ich wieder zurück. Und ich finde leider nicht zurück. Oh je. Okay. Wir fahren jetzt hier. Oh, da ist Holz. Das hole ich mir jetzt. Das ist cool, die Stadt hier. Also hier gibt es eigentlich... Oh, hallo. Hier gibt es eigentlich alles, was man braucht. Fischer, super viel Zeug zum Nehmen.
Guck mal, das passt doch sogar noch. Nice. Muss ich nur noch überleben nach Hause. Oh nein. Nein. Oh, ganz knapp. Nein. So. Okay, jetzt mal ganz schnell hier raus. Da leuchtet was unfassbar toll. Aber leider bringt es mir nichts. Ruinen. Also hier muss man echt noch viel mehr erforschen. Und sich das ganze Zeug mal angucken und holen. Death Nettle. Ich will jetzt eigentlich ganz schnell nach Unfell, weil laut meinem Auge drehe ich durch. Also mein Auge macht Auge. Oh, ja. Wir haben es gleich ganz entspannt. Vor allem, wieso dreht er so durch, wenn er weiß, er ist doch jetzt eh gleich daheim. Ist doch alles gut. Oh, nee, dreh durch. Es ist alles ganz katastrophal. Es ist jetzt Zeit, durchzudrehen. Okay, ich hab's. Ich hab's. Oh Gott. Schlafen! So. Und jetzt, Leute, machen wir was ganz Wunderbares. Denn durch den Wasserfall kann ich, das mache ich gleich noch, kann ich denn jetzt nicht... Schwimmdock. Habe ich jetzt nicht alles? Nee, ich brauche noch die Kohle. Hat sie ja nicht auch einen Schmuckverkäufer? So, jetzt fehlt mir nur noch die Kohle. Und dann habe ich alles. Und ich habe noch die Möglichkeit, hier... Den würde ich gern boosten. Körbe, Netze, Motoren. Der ist halt auch geil. Ich würde sagen, wir machen aber erstmal das. Kann ich gar nicht. Flexible Angelroute muss ich erst machen. Okay. Fischmarkt. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt ganz viel angeln und einen Schmucktypen hat es ja auch nicht. Also ich kann ja niemanden hier irgendwas verkaufen. Schmuck war im kleinen Markt. Genau, das heißt, ich muss ganz zurück, was ich jetzt natürlich nicht machen will. Deswegen jetzt hier einfach ganz viel Angel. Und vielleicht auch mal ein bisschen raus. Vielleicht gibt es da mehr. Und dann halt das Ding kaufen. Weiß nicht, wie viel die geben. Steht es dran, wie viel Geld ich kriege? Eine Anomalie. Ich mache euch alle weg. Bald gibt's gar niemanden mehr von euch. Wie fühlt sich das an? Bestimmt schlecht. So. Fischi, Fischi, Fischi. Ah, da. So, machen die alle leer, die Fischbestände. Gibt nur einen Schmuckhändler. Das ist bitter. Oh, süß, Delfine. Aber sagt mir nicht, dass ich in dem Spiel auch Delfine mit einer Harpune fangen kann. Stimmt nicht, oder? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Steht in Enzyklopädie. Bin zu faul zum Glubschen, wisst ihr? Deswegen frage ich auch nicht. Einfach die Community fragen. Ja, geht doch eigentlich ganz schnell. So, mehr! Kriegen wir eigentlich ganz schön schnell zusammen. So, let's go. Boah, das war aber jetzt ein nice one. Trotzdem keine Punkte dafür. Krieg gar nichts. Oh, ist leer. Gibt nichts mehr. Leer. Fischbestände leer. Aber den Aal habe ich immer noch nicht gefunden. Wahrscheinlich muss ich alles wegsprengen und dann finde ich den erst. Außer sie meint diese dumme Seeschlange. So, ich gehe jetzt schlafen.
Wenn du viel Geld früh im Spiel willst, fahre in Mangrovenbiom. Dort gibt es sehr viel wertvolle Fische. Mangrovenbiom, da war ich noch gar nicht. In Mangrovenbiom. Bist du auch ein kleiner Biom? Ich habe jetzt halt leider den Untoten komplett vergessen. Aber that's life. Wie gruselig einfach nur. Ich finde, der erschreckt mir immer voll. Das ist richtig gruselig. Da hat es noch ein paar kleine Fischis. Passen perfekt rein in mein Inventar. Gibt es auch eine Möglichkeit beim Angeln, dass man dann eher solche Anomalien bekommt oder einfach nur angeln. So, erschöpft. Alles leer gejätet. Ich finde die Beschreibung bei den Ekelfischen am besten. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Das Fleisch dieses unermüdlichen Fischs ist durchzogen von schimmernder Schwärze. Die Muskeln sind in Auflösung begriffen und dennoch schwimmt er weiter. Das ist wirklich geil, die Beschreibung. Wer redet denn so? Ja, wo die leuchten, aber ich finde gerade keine, leider. Ah ja. So, noch eine kleine Explosion. Und dann haben wir es, glaube ich. Aber halt da hinten gibt es übel interessante Sachen. Da war ich ja gerade auch schon. Hier, die Rochen. Oder was auch immer das ist. Ah, genau, die sind gut. Da habe ich auch noch keine Anomalie. Yes, nice. Ey, das ist so unheimlich einfach. Diese Musik ist wie so bei Little Nightmares, irgendwie so ein Horror. Da hat es noch kleine, die nehmen wir auch mit. Ganz viel kleine Fischis. Tiger-Makrele. Oder wie auch immer diese Dinger heißen nochmal. Ich war, wie gesagt, noch nie so einen satisfying Angel-Modus gehabt. Okay, ich muss zurück. Ich glaube, wenn du später dein Boot richtig ausgebaut hast, es schnell ist, dann musst du so richtig riesige Monster sammeln. Dann ist es so richtig unangenehm. Cat Ghost Fishing gespielt. Cat Ghost Fishing. Ist es noch angenehmer oder wie? Kenne ich gar nicht. Yay, wir haben es fast. So, schlafen wir und dann machen wir noch einen Fisch und dann haben wir es. Abends sind eigentlich diese Anomalien immer zu sehen, gell? Eigentlich voll oft erst abends. Und die Fische sind auch immer an ihrem selben Platz, kann es sein? Ja klar, war ja klar, dass jetzt hier ein dummer Wirbelsturm kommt. Ist mir egal. Ist aber nett, dass der Wirbelsturm wartet, bis ich hier fertig geangelt habe. Oh, erschöpft. So eine Windhose. Süderlichen. Yes. Gib mir das. Ja. Verbesserung auf Stufe 2. So, als nächstes geht ja auch noch eine ganze Menge. Schaut mal. Achso, ich dachte, ich wäre das Große. Nice. Nice, nice. Ich bin gepimpt, Leute. Look at my shit. Look at me. Bin ich größer? Ich bin größer geworden, oder? Bilde ich mir das ein? So, ich bin ein bisschen... Ich bin nicht größer geworden. Ich würde sagen, Leute, in der nächsten Folge werden wir erstmal den Gold, das Gold verkaufen, hier alles wegsprengen. Und dann gehen wir einmal weiter und suchen weiter nach diesen Dingen. Ich gucke auch mal, was das Rote Kreuz ist.
Falls ihr Bock habt auf mehr, Daumen nach oben da, Abo würde mich auch sehr freuen. Und Tipps und Tricks, wundert euch nicht, wenn in der nächsten Folge die Tipps noch nicht drin sind. Weil es kann gut sein, dass ich nochmal einen Suchtanfall bekomme und wir nochmal live gehen. Und ey, übel geiles Game. Ich kann es absolut jedem empfehlen. Suchtpotenzial. Ich würde am liebsten jetzt weiterspielen und ich würde vor allem am liebsten jetzt eigentlich dann auch auf der Couch weiterspielen. Aber ich werde mich beherrschen, ich verspreche es. Aber sehr, sehr geiles Game. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in den nächsten Videos.